Vielen Dank. Hier hast du eine Stimme. Ah, ehrlich? Ich kann das wirklich feststellen. Sollen wir jetzt starten? Ja, wir starten. Okay, also wir starten. Wir sind der Campus Hamburg-Altona. Wir sind der Fachbereich Art und Design und wir sind endlich mal wieder da, wo wir hingehören. Hier wirklich im Foyer. Das erste Mal seit Jahren, seit gefühlten Jahren, dass wir eine Ausstellung machen. Diesmal ein hybrides Format. Herzlich willkommen, ihr alle, ihr Absolventinnen und Absolventen. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Herzlich willkommen. Vielleicht kurz. Also kurz zum Einnorden, wir sind tatsächlich jetzt am Ende der Bachelor-Prüfung. Die Prüfungen sind alle gelaufen, alle Studierenden haben bestanden. Wir hatten bereits eine feierliche Zeremonie und jetzt eben soll gleich die Eröffnung unserer Ausstellung. Hybrid, wie gesagt, das erste Mal, dass wir uns überhaupt wieder an den Campus wagen. Es war nicht ganz vollständig, für alle, die vielleicht irritiert sind. Wir sind hier 2G++ und alle tragen FFP2-Masken, außer wir hier, sodass sich da auch niemand Sorgen machen muss um uns. Und ja, endlich. Und wir freuen uns jetzt sehr, gleich den bunten Strauß an tollen Abschlussarbeiten zeigen zu können. Und ich übergebe jetzt mal Wort an. Ja, an Heike Onnas. Da kommt sogar ein Schild eingeblendet. Ich versuche mal, mein Mikro hier anzuschneiden. Genau, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Eltern, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, zumindest draußen an den Endgeräten, ich bin sehr berührt. Also ich bin immer berührt, wenn unsere Absolventinnen und Absolventen ihr Studium abschließen und nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch. Jetzt habe ich zwei Mikros. Ich hoffe, jetzt bin ich richtig gut zu verstehen. Ganz herzlichen Glückwunsch an unsere 42 Absolventinnen und Absolventen. Ihr habt alle bestanden und das macht uns unglaublich froh und wie auch euch. Herzlichen Glückwunsch und nochmal einen kräftigen Applaus, bitte. Ich würde, bevor ich jetzt heute die große Ehre habe, nochmal die fünf Arbeiten aus unseren fünf Studiengängen, die eine besondere Erwähnung durch ihre Studiengangsleitung erfahren haben, weil sie besonders gut abgeschnitten haben und besonders gut gearbeitet haben, sehr überzeugende Projekte abgeliefert haben, würde ich gerne nochmal ein großes Dank aussprechen, und zwar vor allen Dingen erstmal für die Koordination der Ausstellungsplanung. Das ist unsere erste hybride Ausstellungseröffnung hier am Campus. Und das erfordert natürlich, es war ein Auf und Ab. Wir wussten auch nicht genau, können wir kommen, dürfen wir kommen, ist es verantwortungsvoll oder nicht. Wir haben uns für dieses Format entschieden, wir sind froh darüber. Und mein herzlicher Dank oder unser herzlicher Dank geht vor allen Dingen an unsere liebe Kollegin Evelyn Solinski. Evelyn, ich hoffe, du bist hier und winkst mal kurz, damit dich alle sehen können. Herzlichen Dank. An Dr. Valerie Riepe. Valerie, du bist auch hier. Bitte winkt einmal kurz, damit ihr zu sehen seid. An Professor Friederike Groß und Professor Dr. Nina Röder. Dankeschön euch beiden. Und auch an Professor Dr. Lauritz Lipp. Lauritz, wo bist du? Lauritz ist wahrscheinlich wieder, ich sage mal, unser Daniel Düsentrieb, irgendwo mit der Technik beschäftigt. Für die Moderation des heutigen Abends geht unser Dank an Professor Maike Mia Höhne, die hier steht und die euch alle und Sie alle gleich im Anschluss an die Eröffnungsrede durch die Ausstellung führen wird. Unsere Absolventinnen und Absolventen sind zum großen Teil am Campus und werden bei ihren Arbeiten stehen. Das heißt, sie werden über ihre Arbeiten auch live sprechen und Maike moderiert das sehr erfahren durch die Berlinale und auch durch die Hamburger Doc-Film-Festivals. Da freuen wir uns sehr drüber. Ich sage zu dir und Nina immer, ihr seid unsere gute Laune-Bomben. Danke, Maike, dass du das heute übernimmst. Wir haben auch einige unserer Absolventinnen oder Absolvierenden haben einen besonderen Beitrag zur Ausstellungsrealisierung geleistet. Also das haben natürlich alle, aber einige haben sich besonders hervorgetan. So wurde die Social-Media-Berichterstattung von Lauren Heiduk
übernommen. Die Formulierung des Pressetextes von Beatrix Demel. Anna Mensing hat sich um die Textkorrekturen gekümmert, während Theresa Bull die Beschriftung der Ausstellungsexponate gesetzt hat und auch produziert hat. Bela Baldwin und Sarah Wolf haben tatkräftig den Aufbau der Ausstellung unterstützt. Und Franziska Schümann hatte die komplexe Aufgabe, den Ausstellungsplan abzustimmen. Das ist bei 42 Absolvierenden wirklich nicht einfach, weil wir haben einen wunderbaren, großartigen, wunderschönen Campus, aber er ist auch nicht so riesengroß. Und dann ist immer schwierig, wer zeigt wo, was, in welchen Räumen und Gängen. Habt ihr super gemacht. Unser Dank geht auch an unsere studentischen Hilfskräfte, an, bitte winkt mal, Aurelie Georges und Johanna Hagen. Aurelie, wir werden dich übermorgen verabschieden. Du gehst für ein Semester zurück nach Luxemburg. Danke, dass ihr beide heute dafür sorgt, dass wir was zu trinken haben. Unserem ArchiveView-Team möchten wir für die Realisierung der digitalen Ausstellungsplattform danken. Und zwar Pia Röspel für die Organisation der sehr komplexen Daten. Wenn ihr oder sie gleich durch die Ausstellung gehen, werden sie überall QR-Codes sehen, die Sie abscannen können, die ihr abscannen könnt, die führen euch direkt auf das ArchiveView und dort könnt ihr One-Minute-Filme anschauen und die Studierenden die Konzepttexte der Abschlussarbeiten auch nochmal sehen und die Arbeiten selbst. Wir möchten Amit Heimann für die wundervolle Artwork danken, hier überall an den Wänden zu sehen. Und unserem Alumni Dennis Josek für die Programmierung des ArchiveViews. Und wir möchten auch danken unseren für die technische Umsetzung des hybriden Live-Events unseren Studierenden Tim Wolf, Zora Grille, Emma Wohnsiedler und Marvin Betajeb. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Danke. Und für die Dokumentation des Abends Lukas Lübberstedt. Wo ist Lukas? Lukas steht da oben, erklärt immer allen ganz höflich, was er heute Abend macht. Und natürlich auch unserem All-Time-Star Dirk Fellenberg und Jan Rummler für den technischen Support. So, bevor ich jetzt das Wort an unseren Rektor übergebe, möchte ich aber, wie gesagt, noch die Best Projects küren, ja, beziehungsweise benennen. Das ist immer schwer, sich auf eines zu einigen, wenn man aus 42 auswählen muss. Aus dem Studiengang Game Design ist es das Projekt von Niklas Hönk mit dem Titel Application Possibilities of AI in Creature Concept Art for Video Game. Niklas Hönk hat einen KI, also künstliche Intelligenz Prototypen, darauf trainiert, Bilder auf der Grundlage einer einfachen Skizze zu rendern. In diesem Fall im Kontext von Creature Concept Art und einer KI-basierten Bildsynthese. Der hat einfache Zeichnungen gemacht, oder beziehungsweise Zeichnungen einer Game-Figur entwickelt. Und je präziser diese Zeichnung war, erklärt er uns in seiner Projektdokumentation, desto besser kann die künstliche Intelligenz diese Figur rausrendern. Das Interessante für mich, als ich mir die Arbeit angesehen habe, war, dass die Arbeit spannender wurde, wenn er nicht so präzise gezeichnet hat. Und weil da plötzlich so ein wie ein experimenteller Gestaltungsentwurf entsteht, wo ich immer denke, dass der Zufall als Gestaltungsgehilfe dann doch eine tolle Entdeckung ist. Ich hoffe, Niklas, dass es dir auch so ging. Dann haben wir aus dem Studiengang Illustration eine Arbeit von Sina Groß. Ich weiß nicht, ob Sina jetzt hier bei uns in der... Hallo Sina, genau, du bist eigentlich nicht zu übersehen mit mit deiner tollen Haarfarbe. Häuser im Wandel, Sina Groß beschäftigt sich mit diesem enormen Wandel des Bezirks Sternschanze. Ein Hamburger Bezirk, der früher linke Szeneviertel war, Ausgehmeile. Heute ist die Schanze durch Gentrifizierung gezeichnet. Ich lebe selber in der Nähe, ich kenne das. Die rote Flora ist allen Begriff. G20 war das Schanzenviertel zum G20-Gipfel. Schauplatz schwerer Auseinandersetzungen. Sina, du lebst selber in der Schanzenstraße 41 und hast dieses Wohnprojekt zu dem Thema deiner Recherche gemacht. Und du zeigst in einem journalistischen Rechercheprojekt
eine Reportageillustration und arbeitest da mit einem sehr zeitgemäßen Genre, mit einem politisch wie auch gesellschaftlich relevanten Thema. Herzlichen Glückwunsch. Aus dem Studiengang Film and Motion Design geht die besondere Erwähnung an Margarita Nikolajewa. Bist du da? Einmal winken, herzlichen Glückwunsch. Und zwar für deine Arbeit Cycles. Im Mittelpunkt steht der Kurzfilm Cycles, oder in dem Kurzfilm steht ein Mann, der in einer dystopischen Zukunft lebt. Und zu seinen Hobbys gehört das Sammeln von dekorativen Figuren. Und der entdeckt eines Tages, dass bei einer Werbeaktion, dass es möglich ist, mit einem besonderen Code zu einem Cyborg zu werden. Und der entwickelt sich dann durch selbstgewählte Amputation bis hin zur Gehirnamputation zu einem Cyborg. Also das ist eine sehr dystopische, ein sehr dystopisches Projekt, ein sehr spannendes Projekt im Studiengang Film and Motion Design. Herzlichen Glückwunsch an dich, Margarita. Und dann kommen wir zu einem Projekt aus dem Studiengang Kommunikationsdesign mit dem Titel Retrospektive von Lukas Jahns. Ich hatte die große Freude in Vorbereitung auf heute Abend dieses Buch in meine Hände zu bekommen und habe es mit Handschuhen angefasst, weil es ist so liebevoll gestaltet haptisch, also nicht nur gestaltet, sondern auch mit verschiedenen Papieren, mit Fotoecken eingeklebte Bilder, die wiederum Augmented Reality beinhalten. Das heißt, ich kann mit meinem Handy oder meinem Tablet diese Bilder abscannen und werde geführt in historische Videoaufnahmen. Lukas, du hast dich beschäftigt mit den Jahren von 1930 bis 1955, hast deine Großeltern interviewt und hast dich gefragt, wie ist es eigentlich möglich, diese Zeit zu überstehen? Eine Diktatur, den Nationalsozialismus, welche Träume hatten deine Großeltern? Hatte diese Generation bis in die Mitte der 50er Jahre ins Wirtschaftswunder? Und das hast du auf eine sehr, sehr sensible, eindrucksvolle Weise nicht nur recherchiert, sondern auch präsentiert. Ganz toll. Dankeschön. So, und zum Schluss komme ich zu der Arbeit aus dem Studiengang Fotografie von Olivia Lehmann mit dem Titel Ich bin halb anders. Olivia, du hast uns sehr beeindruckt mit dieser Arbeit. Du hast dich beschäftigt mit dem Diversity Marketing. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Also das ist ein Marketing in der Werbung, wo Models eingesetzt werden, die verschiedenen Randgruppen angehören, aus der LGBTQ-Szene, queere Personen, People of Color. Und du hast dich gefragt, inwieweit ist das eigentlich Pinkwashing? Wie ernst meinen diese Unternehmen das? Und dir war es ein großes Anliegen, diese 11 Personen, die du getroffen hast und interviewt hast und die du sehr, sehr professionell und unglaublich einfühlsam porträtiert hast, darauf hinzuweisen mit deiner Arbeit auf den Rassismus, auf die Homophobie und auf das Bodyshaming, was ihnen begegnet im Job. Und ich möchte dieses Zitat gerne vorlesen zum Abschluss. Du möchtest damit Ästhetik nicht weiter von den veralteten Schönheitsidealen ausgemacht wird, denn sonst werden sie immer nur halb anders und nie halb gleich sein. Wir müssen mehr zuhören, wir müssen Fragen stellen und Antworten verstehen. Ganz toll, vielen Dank an dich für diese tolle Arbeit und das tolle Buch. Denk mal. So, und damit möchte ich gerne das Wort übergeben an unseren Rektor Mauritz van Rooyen und freue mich auf gute Gespräche später. Danke, Heike. Ich hoffe, Sie können mich so hören, kein Problem. Okay, ausgezeichnet. Vielen Dank. Also, ich bin der Rektor der Universität. Vielleicht fragen Sie, wieso? Wieso bekommt man eigentlich Rektor? Also, meine Kollegen sagen, man bekommt Rektor, weil man dann jede Art freie Champagner bekommt. Ja. Das ist selbstverständlich nicht wahr.
Man bekommt Rektor, weil man hat Veranstaltungen wie jetzt mit so vielen happy Studenten und Studentinnen. Ah, das war ein Fehler, nicht? Das sind keine Studenten und Studentinnen. Nein, das sind Absolventen und Absolventinnen. Also das ist sehr wichtig, das ist ein sehr wichtiges Unterschied. Also es freut mich wirklich sehr, dass ich hier heute Abend sein kann, hier in Hamburg am Ort. Das ist sehr spezial, das wissen wir. Das ist sehr spezial für ihn, das verstehe ich selbstverständlich. Aber das ist auch sehr, sehr wichtig für uns, dass Sie da sind und dass wir die hier zusammen feiern können, in kleinere Gruppe jetzt noch, aber doch, wir sind hier zusammen. Und ja, ich muss da auch sagen, das war eine sehr schlaue Idee, um diese Ausstellung im hybride Format zu machen. Also wie ich schon erklärt habe, ich bin Holländer, also ich habe dann keine Sprachprobleme mit der deutschen Sprache. Also im hybride Format stattfindet. Das ist selbstverständlich notwendig, das verstehe ich, aber das ist mehr als nur notwendig. Das ist eigentlich auch symbolisch sehr wichtig, weil das ist auch die Zukunft. Hybride ist nicht nur Covid, ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Hybride wird etwas Normales. Ja. Und es ist selbstverständlich vor allem so ein wichtiger Moment im Bereich der Art. Also wenn ich so zuhöre, diese fünf Projekte beschreibt, ja, ich kann das auch verstehen, wieso Hybride da eigentlich auch so wichtig ist. Die heutige Art, also Kreativität hat eigentlich Hybride geschafft. Ja, das ist eigentlich, weil wir kreativ sind und innovativ sind, deshalb können wir hier zusammen sein. Also ja, virtuell, aber auch wichtig, dass wir hier als echte Menschen zusammen sein können. Ja. Und das möchte ich noch erklären. Also ich bin kein Avatar. Ja, ich bin echt. Ja, das sind kein Hologramm. Ja, wir sind kein Hologramm. Wir können das richtig andere. Oh, das macht nicht. Das soll man nicht machen. Nicht? Das ist gegen die Gogol-Regeln. Also, aber ja, das fühlt gut, dass wir hier alle zusammen sein können und eigentlich auch zusammen feiern können. Ja. Und das ist vor allem wichtig, weil ich auch sehr gut verstehe, dass das jetzt für diese Generation Absolventinnen und Absolventen ja doch ziemlich schwierig war. Ja. Das war anders, das war nicht ganz normal im Klasslokal und so weiter. Das haben sie alles also mit richtig guter Laune gemacht. Also das kann nicht immer einfach sein. Und das habe ich, das bewundere ich. Und es freut mich auch. Es gibt mir Optimismus für die Zukunft, dass da Leute gibt, die da in so schwierige also Lage, dass sie da so etwas Schönes schaffen können. Ich habe das alles mir schon angeschaut. Das hat man das Vorteil als Rektor. Ich kann das schon alles vorher anschauen und ich bin da sehr, sehr von beeindruckt. Also ich möchte nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Feiert. Sie haben etwas sehr Wichtiges erreicht im Leben. Und ja, wir sollen, ja, ja. Gratulieren. Die Ausstellung ist eröffnet. Ja. Yeah. Wir übergeben an unsere Kollegin Maike Höhne. Nice, nice, nice. Sorry für den Angriff. Dankeschön, bitteschön. Es geht los, wir treffen uns vor euren Arbeiten und wir gehen einfach mal los. Komm, wir gehen los. Wow, vielen Dank für die tollen Worte. Das war super. Okay, let's go. Ich glaube, Roman ist noch unten, holt sich bestimmt noch was zu trinken. Ah, der ist schon da. Die sind noch unten, wir gehen langsam vor, weil wir haben einen echt unglaublich schönen Gang jetzt vor uns. Durch diese super Ausstellung.
Und ich kann euch allen nur empfehlen, morgen, also die es irgendwie machen können, kommt an den Campus, weil jetzt machen wir das hybrid. Aber wenn ihr es wirklich erleben könnt, das wird eine Freude. Hey! Hallo! Roman! Na? Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Wir dürfen. Yes! Yes! Bisschen atmen, ne? Wir atmen und du hast auch geatmet. Das ist die erste Arbeit, die wir jetzt sehen hier an diesem Campus. Und wir steigen eigentlich gleich ein mit dem, was womöglich dich auch umfangen hat, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Du hast dich mit der Angst auseinandergesetzt. Ja, also während des letzten Praktikums gab es einige Gespräche, die das Thema der Angst tangiert haben. Vermutlich wahrscheinlich wegen der Corona-Pandemie. Und da habe ich einfach erforscht, dass dieses Thema der Angst so vielfältig ist und man auch sehr viele verschiedene Ansätze herausarbeiten kann, die man dann fotografisch oder auch generell künstlerisch umsetzen kann. Was war der Ausgangspunkt für deinen, also du hast ja wirklich eine ganze Wand bespielt, eine ganze lange Wand. Was war deine erste Arbeit? Meine erste Arbeit müsste ganz links sein. Ja, dann gehen wir da mal hin. Genau, gehen wir da einfach mal hin. Ich habe mir mehr oder weniger selber im Kopf erstmal ausgesucht, was könnte ich überhaupt bearbeiten. Und da fiel mir direkt einfach die Location ein, die ist in der Kaltenkirchener Straße unter der Metro. Da ist ein verlassener Parkplatz und ein verlassener Personenschutzbunker. Und einfach diese Atmosphäre, das habe ich ja schon vorher gesehen, habe ich direkt damit verbunden und habe gesagt, okay, da muss ich jetzt irgendwie was inszenieren und einfach dieses Gefühl rüberbringen, was ich auch selber dort gespürt habe, als ich da war. Das ist was, also das verstehe ich, Angst, so ein Raum, der ist ja auch besetzt mit dem Kino, aber es gibt ein Bild, vielleicht können wir da nochmal hingehen, an diesem vorbei, wo ich so erstmal so denken würde, wie, was erzählst du mir hier, wie bist du auf diese Übersetzung gekommen? Genau, also in der Thesis habe ich auch generell das Grundkonstrukt von Angst beschrieben gehabt und bin halt auch drauf gekommen, dass wenn man auch zu viel Angst hat oder panische Ängste, sich damit nicht auseinandersetzt und das halt alles sich aufstaut, dass man dann auch mentale Erkrankungen bekommen kann, wie zum Beispiel Angsterkrankungen, Depression oder habe ich hier auch zum Beispiel jetzt, das hier ist jetzt ein Motiv der Schlafstörung, hört man auch ganz viel auch jetzt in Betracht mit Social Media, zum Beispiel der FOMO, also Fear of Missing Out, dass auch immer mehr Menschen damit erkranken und das ist halt so die mentale Wand, die einmal die Schlafstörung symbolisiert und ausdrücken soll und dann einmal hier nochmal Depression zeigen soll, genau. Hast du Angst? Ja, einige. Wovor hast du Angst? Also generell jetzt auch vor der Zukunft. Also klar, jetzt hat man ja einen Abschluss, aber im Kopf hat man ja jetzt so, ja, was ist der nächste Schritt, was mache ich? Auch so Wettbewerbsdruck oder so, weil du musst ja jetzt irgendwie abliefern. Du hast jetzt einen Abschluss, jetzt musst du irgendwie anfangen, irgendwas zu machen. Ne? Wo steht das? Nee, also in meinem Kopf. Ne? Und da wären wir halt hier wieder auch beim Mentalen. Ne? Genau. Und was werden deine nächsten Schritte sein? Meine nächsten Schritte, ja, werde ich erstmal in den nächsten 2 Wochen eruieren, aber wahrscheinlich erstmal mit Assistentjobs mich vorankämpfen und dann einfach ein paar Fotografen entdecken, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, wo man sich auch inspirieren lassen kann und dann so dran immer weiter wächst. Du wirst wachsen, viel Spaß dabei. Danke, danke für das Gespräch. Wow. Ja, let's go, Leute. Wir sehen dich vielleicht gleich nochmal, Roman. Lady. Hello. Hello. Welcome. Thank you so much. Also der Champagner steht da unten. Natürlich. Der hat eigentlich wahrscheinlich genau dazu geführt, was du hier gemacht hast. Da trinken 2 kein Champagner mehr, oder? Ich glaube auch. Champagne for the brain, sag ich immer. Champagne for the brain, you're so right. I go with that one. Ich meine, die Arbeit hier ist irgendwie, ich muss sofort an das Paar Blume denken. Ja, sagt mir nichts. Sagt dir nichts, das freut mich, weil die kannst du dir vielleicht nochmal angucken, viel später, aber die haben sich auch als Paar immer inszeniert. Du hast dich hier auch als Paar inszeniert, aber inszenierst eigentlich was? Ich inszeniere Trennungen, also von anderen Paaren, wie sie sich getrennt haben. Und wie vor allen Dingen und wo? An ordinären, aber alltäglichen Orten.
Herrlich, weil der Alltag ist das, was uns bestimmt und was wir leben. Warum da nicht genauer hingucken? Wie bist du auf diese Geschichten gekommen? Was war deine erste Geschichte oder was war vielleicht auch die spannendste Geschichte? Also auf jeden Fall war erstmal dadurch, dass meine Eltern getrennt sind, dass ich meine erste große Liebe auch mit 18 verloren habe. Diese eigenen Schicksalsschläge sind natürlich dafür da, dass man so eine Serie macht. Und durch die Serie dann davor bei Nina Röder, wo es um Scheitern geht, hat man mal beobachtet, was will man eigentlich machen? Warum wollen wir immer nur das Gute? Warum wollen wir nur Liebe immer in Betracht ziehen? Sondern eigentlich auch meine Serie Geschliffener Diamant, also Trennungen, die einen dazu führen, einen zu verbessern in der nächsten Beziehung. Ja, großes Kino, ich bin ganz bei dir für mich. Ich sag Kino, weil das hat natürlich auch was mit Filmen zu tun. Das, was du hier machst, ist eigentlich so ein Drehbuch anzufangen. Du hast sozusagen die Quintessenz rausgezogen, den Ort, das Schauen, das Nicht-Verstehen, das ja. Geschockt sein. Ja. Gibt es dazu ein Buch? Hast du ein Buch dazu geschrieben? Es gibt kein Buch, aber dann auf meiner Instagram-Seite Andra Schnebbe Photography ja. gibt es die Bilder mit den Stories dazu, die zu einem natürlich alltäglich, aber total humorvoll sind. Das klingt jetzt ein bisschen traurig, aber sie sind leider witzig, wenn man da hört, an Silvesterabend wurde mit einem Schluss gemacht, weil jemand das nächste Kapitel angehen wollte und dieses nicht mit einem schlechten Ereignis beginnen will, sondern mit einem neuen Leben. Ja, ich meine, da fallen einem natürlich sofort 1000 Geschichten ein. Ich denke auch sofort, genau, der damalige Freund einer Bekannten, der sagt, ich gehe nochmal zum Auto, komme gerade aus der Sauna. Genau. Ja, man war nie mehr gesehen. Nie mehr gesehen. Es geht einfach darum, dass jetzt auch bei dieser Hängung die Leute nicht wissen, worum es, also sie wissen, worum es geht um Trennung, aber nicht, wie wurde jetzt genau in dem Moment mit der Person Schluss gemacht. Das sollen die Betrachtenden sehen oder auch vor allen Dingen fühlen bei einem selbst. Ah, das habe ich auch durchlebt. An Silvesterabend, im Restaurant, zu Hause an meinem Handy, zu Hause am Geburtstag an meinem Handy. Das sollen sie einfach fühlen und diese Emotion in den Bildern widerspiegeln und bei sich selbst. Du hast sie gespiegelt in den Bildern. Ich kann sie erfahren. Du hast eingangs gesagt, deine Eltern haben sich getrennt. Wie alt warst du da? Ich war da 12. Und würdest du sagen, dass das so was ganz Einschneidendes für dich war? Durchaus. Also man nimmt es durch die Mutter oder durch den Vater, der einen fängt, bei meinem Fall bei meiner Mutter, die einen gefangen hat, komplett weg und steckt es weg. Aber ich sehe eine Beziehung, vor allen Dingen mit meinem derzeitigen Partner, komplett mit anderen Augen als vielleicht jede andere Frau, die noch keine irgendwie Schicksalsschläge durchlebt hat. Was würdest du sagen, als letzte Frage vielleicht, also eine Trennung kann ja einfach auch mal passieren. Gibt es was, wo du sagen würdest, das ist eine Trennung, die kann ich mir so gut vorstellen? Also eine Trennung, die ich leider mir gut vorstellen kann, ist zum Beispiel zu Hause zusammen mit dem Partner und der sagt, das war's, das, so war's bei mir. Aber so wie bei meinen Eltern nach dem Urlaub, das war's, tschüss. Oder bei meiner besten Freundin, wir stehen da perfekt davor, der Geburtstag wurde vergessen, ihr wurde an dem Tag leider tschüss gesagt. Also es sind so Ereignisse, die kenne ich nicht persönlich, die habe ich aber mitbekommen. Und es ist leider so. Aber wir leben alle weiter und das macht uns alle viel stärker und reifer. Und hat dich das ist jetzt die letzte Frage, aber es gibt so viel dazu zu sprechen, das ist wirklich ein tolles Sujet. Hat dich das mit deinem Partner, mit dem du dich ja auch inszeniert hast, wahrscheinlich habt ihr die Kamera irgendwo aufgebaut und du hast Fernauslöser gearbeitet. Ja. Hat euch das in eurer Beziehung weitergebracht? Total. Also durch meine letzte Beziehung habe ich auch gelernt, ich muss viel mehr offen ihm gegenüber sein. Man muss kommunizieren. Kommunikation ist der Schlüssel für eine Beziehung in jeglicher Art. Freundschaft, Mutter, Tochter, Vater oder auch halt romantische Liebe, wie es bei mir jetzt ist. Das ist der Schlüssel. Und ich habe vor allen Dingen in dieser Serie gelernt, keine Angst mehr groß davor zu haben, sich zu trennen. Es gehört dazu, es ist nichts Schlimmes, man reift daran. Man ist nur traurig, diese Person nicht mehr zu haben, aber diese könnte man ersetzen durch eine bessere. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Viel Erfolg. Danke und viel Spaß noch. Danke dir. Wow. Wow, I'm impressed. Anna. Wie schön, dich wiederzusehen. Tanto tiempo. Wir haben uns vor Corona gesehen. Da hast du einen tollen Film gemacht. Da hast du einen tollen Film gemacht über, wie hieß er? Oh, das weiß ich nicht mehr. Oh, wow, Tanto.
Du hast ihn auf jeden Fall gemacht und du hast ihn auch selber gespielt. Ja. Jetzt hast du nichts gespielt, sondern bist zurück zu dem, warum du hier studiert hast, nämlich die Fotografie, und bist weit gefahren, um Menschen zu treffen, die in irgendeiner Form eigentlich auch weit fahren, um dort auf sich selber zu treffen und sich selber getroffen haben, mit dem Wasser einen Zugang zu sich zu finden. Ist das so eine mögliche Übersetzung deiner Arbeit? Könnte man so sagen. Also ich glaube, alle Leute, die angefangen haben, diese Surftherapie zu machen, haben irgendwie nach etwas gesucht, an dem sie sich festhalten können. Und die Leute, die ich in Portugal kennengelernt habe, haben das meiner Meinung nach auf jeden Fall gefunden, weil denen die Surftherapie so viel gibt und die Gemeinschaft, die dadurch entsteht innerhalb dieser Gruppe. Genau. Ich habe sehr viele positive Assoziationen bei denen gemerkt, wenn sie alle sich treffen und ins Wasser gemeinsam gehen, sich vorbereiten und danach zum Beispiel noch gemeinsam essen gehen. Also es ist ein richtiges Gemeinschaftsgefühl und eben steht vielleicht nicht unbedingt das Surfen im Fokus, sondern dieses wöchentliche, regelmäßige Treffen, aber auch im Wasser Hürden nehmen und an sich selber arbeiten. Genau. Es ist also weniger das Brett als vielleicht das Wasser? Wie meinst du das? Na, weil du gerade sagst, es geht nicht so um Surfen sozusagen, aber um dieses Wasser, da immer wieder hinzugehen, sich vielleicht auch diesem Wasser auszusetzen, was man ja auch nicht immer kontrollieren kann. Ja, also dadurch, dass es jede Woche unterschiedliche Bedingungen im Wasser gibt, stehen auch die freiwilligen Helfer jede Woche vor anderen Herausforderungen, wie sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da gut über die Stunde bringen. Und genau, ich glaube, dass dieses Gemeinschaftsgefühl, jetzt habe ich den Faden verloren. Das Gemeinschaftsgefühl trägt die, das ist wunderbar. Ich denke gerade so, was für eine schöne Komposition mit ihr. Sie ist ja so wahnsinnig berührend, weil sie so zauberhaft schaut und du komponierst das. Was hast du gedacht, als du die Hängung gemacht hast? Was war so dein Ansatz? Genau, mein Konzept bei der Hängung ist, dass ich gerne wollte, dass es wie eine Welle ist. Weil wenn man eine Therapie macht, ganz abgesehen davon, ob es nun eine sportliche Therapie ist oder nur eine mentale Therapie, geht es rauf und runter wie bei einer Welle. Es geht mal ist es aufbrausender, mal ein bisschen ruhiger und widerspiegelnder. Und deswegen fand ich das Konzept, die Bilder wie in einer Welle zu hängen, sehr passend für die Arbeit. Ja, das ist so. Total schön gesagt, das Leben ist ein Auf und Ab. Wie bist du auf diese Gruppe getroffen? Es gibt eine Organisation, International Surf Therapy Association, die fügen sozusagen ganz viele verschiedene Organisationen innerhalb von Europa zusammen, die Surftherapien anbieten für ganz verschiedene Menschen. Und da habe ich viele verschiedene kontaktiert und mit denen hat es dann letztendlich geklappt. Auch aus Zeitgründen und auch aus Corona-Gründen. Genau, in Portugal war die Lage da einfach zu der Zeit gerade ganz gut, deswegen konnte ich da hinreisen. Ja. Was wird dein nächstes Projekt sein? Ui. Also hast du schon was im Kopf? Hast du eine Reise im Kopf? Hast du Lust, was ja, Neues? Die nächste Reise geht zurück nach Portugal. In hoffentlich 2 bis 3 Wochen kann ich da wieder hinfliegen und genau diese Gruppe nochmal wieder treffen und denen dann auch dieses Magazin, was dabei entstanden ist, überreichen. Da sind eben nochmal viel detailliertere, auch dokumentarischere Aufnahmen mit dabei. Wo man einfach sieht, wie dieser ganze Ablauf ist. Und ich glaube, dass die Leute vor Ort auch irgendwie das ganz schön finden, dann mal zu sehen, was ich denn da so gemacht habe die ganze Zeit, als ich da vor Ort war. Und freue mich super doll drauf, die alle wiederzusehen. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank und eine tolle Reise. Dankeschön. Danke dir, Anna. Tschüss. Wow. Runter, es sind jetzt nicht alle Studierenden, Absolventen, am Campus, aber ihr seht das, wenn wir hier langlaufen, sind spannende Arbeiten. Auch diese Arbeit, an der wir jetzt stehen, von Luca Breckwold, ein Band an der Hand, hat mit Trennung zu tun. Auch da hat sie jetzt anders als hier vorne, hat sie ihre Eltern porträtiert in ihren Lebensumständen, wie die jetzt so unterschiedlich leben. Also weniger den Moment als das danach. Beides total spannend. Und genau, es wirft so Fragen auf, wie man miteinander umgeht und was man vielleicht auch braucht und wann man es wie formuliert. Oliver, Champagne, Condemned to be, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Du hast nichts in deinem Glas, das geht nicht. Gib dem jungen Mann was zu trinken.
Echt, aber so ein leeres Glas, das macht irgendwie keinen Eindruck. Können wir hier Champagner haben? Bitte. Genau, ich stecke dir den Champagner geradezu in den Mund. Du hast hier so was Großes, Grünes in den Mund gesteckt. Du hast eigentlich eine existenzialistische Übersetzung eines Gefühls, einer Idee. Genau, also ich habe mich generell einfach mit dem Thema der Sinnesfindung beschäftigt. Also was heißt das, irgendwie einen Sinn im Leben zu haben? Und genau diesen Emotionen bin ich einfach nachgegangen, diesen Fragen, die man da hat. Was war der Auslöser für diese Frage bei dir? Oh, also den habe ich mir schon immer irgendwie gestellt und meistens, wenn man dann irgendwie so ein Spot ist, wo es einem so ein bisschen schlechter geht, vor allem jetzt in Corona, ne, wo man viel alleine ist, hat man halt eben diese Zeit, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und so ist das halt entstanden. Es war halt erst ein kleiner Keim und der halt immer größer geworden ist und genau, dann habe ich mich eben dafür entschieden, mich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen und das dann auch in meiner Bachelorarbeit umzusetzen. Bevor wir zu den Bildern gehen, wenn du das so besagst, dass dich das immer schon auch so ein Stück weit getriggert hat und dich umarmt hat in so einer Form, wie ist das, wenn du dich dann dem so ganz hingibst? Hattest du das Gefühl, es übernimmt dich auch irgendwann diese Frage, dass du lost bist? Oder war das umgekehrt, das Übernehmen war auch toll? Oder? Ja, so für mich war es halt, am Anfang dachte ich mir halt, okay, ich beschäftige mich, um damit eben irgendwie Fragen zu beantworten und irgendwie Klarheit zu schaffen. Aber ich habe halt gemerkt, umso mehr ich mich eigentlich damit beschäftige, umso mehr Fragen kommen, umso mehr lost ist man halt. Und genau, es war dann irgendwie immer mehr und es war einfach so dieses Gefühl des Erdrücktseins, genau. Du hast es ja auch in Schwarz und Weiß visualisiert. Was würdest du sagen, ist für dich, ist wahrscheinlich schwierig bei so einer Serie, aber gibt es so ein Bild, das für dich so das Stärkste ist? Muss ich sagen, das wechselt immer. Also ja. Zeitweise habe ich halt eben auch dieses Bild sehr, sehr gemocht. Und warum? Was einfach so eine Emotionalität auch ausstrahlt und eben... Über dieses Moos? Wie bitte? Über dieses Moos, oder? Genau, generell auch diese Verbindung wieder zwischen Mensch und Natur, was man halt eh immer eigentlich ein Thema ist, ne, das relevant ist. Und ja, ich weiß auch nicht, also nächste Woche wird mir wahrscheinlich ein anderes Bild wieder gefallen und ja, schwer zu sagen, was wirklich jetzt mein Lieblingsbild ist. Hast du assoziativ gearbeitet oder wie hast du deine Motive gefunden? Genau, also ich bin halt einfach Ideen nachgegangen. Ich habe mich halt eben mit diesem Thema beschäftigt und gedacht, okay, wie fühle ich mich dabei und wie kann ich das eben in eine Bildsprache umsetzen? Gibt es Vorbilder? Einerseits Jean-Paul Sartre, also der halt ein Philosoph des Existenzialismus ist. Der hat mich halt mit seinem Buch Der Ekel sehr geprägt, sage ich mal. Fototechnisch, ja, schwer zu sagen, auch in meiner Arbeit habe ich mich auf Elina Helfrecht zum Beispiel sehr konzentriert. Die war auf jeden Fall eine Inspiration auch von den Bildern her, also von der Bildsprache, von dem Schwarz und Weiß. Und genau, die würde ich jetzt mal als meine Inspiration nennen. Ja, wie toll. Und hast du den Sinn des Lebens gefunden? Nee, noch nicht. Aber du kennst den berühmten Film dazu, oder? Nee. Meaning of Life von Monty Python? Ach so, ja, okay. Und du weißt in der Mitte, hast du gesehen den Film? Nee. Ich kenne ihn aber lange her. Also in der Mitte des Films finden Sie den Sinn des Lebens. Ah. Ja, bitte nochmal nachgucken. Wir sollen weitergehen. Hey, es ist super spannend. Vielen Dank. Kommt an den Campus. Ihr seid auch morgen da. Ich muss nicht die Einzige sein, die Fragen stellt. Wir gehen weiter. Vielen Dank. Dankeschön. Let's see go. Vielen Dank. Tschung. Ich bin schon da. Die anderen kommen jetzt. Ich mach mal so. Fotze fordern. Fotze fordern. Wie kommst du denn auf das? Du kannst die abnehmen, wenn du willst. Ja, sonst mache ich das mal eben. Und zwar habe ich mich in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema des weiblichen Geschlechtsorgans auseinandergesetzt. Fotze fordern. Genau. Und zwar hat das weibliche Geschlechtsorgan eine lange Geschichte der Stigmatisierung hinter sich. Und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, das Schimpfwort Fotze mir wieder anzueignen, daraus eine Marke zu machen und das Schimpfwort neu aufzuladen.
Und hier seht ihr ein paar Plakate von mir. Nee, so schnell kommst du mir da nicht raus. Fotze, Vorder, ich weiß, wir reden, aber das ist zu spannend, das kann ich jetzt nicht abbrechen. Wie kommst du auf Fotze? Warum Fotze? Fotze, ich finde, das ist wirklich das Allerschlimmste. Das ist das allerschlimmste Schimpfwort in der deutschen Sprache und auch in anderen Sprachen, zum Beispiel auch in der englischen Sprache Kant. Ja. Da schwingt ein Gefühl mit sich, wenn man das Wort aussprechen muss. Und es gibt viele Schimpfwörter, die sich auf das weibliche Geschlechtsorgan beziehen. Und das wollen wir so nicht lassen. Wir wollen die Fotze zurückfordern. Und das machen wir mit diesem Projekt. Gab es einen Moment, wo du es gehört hast und gedacht hast, ich nehme es mir, ich will es selber bestimmen? Auf jeden Fall. Also in meiner Thesis habe ich unterschiedliche Wörter mir angeschaut und auch die Darstellung. In vielen Darstellungen wird das weibliche Geschlechtsorgan unsichtbar gemacht und ist einfach nicht zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich am meisten Provokation schaffen? Und das war mit dem Schimpfwort, was einen irgendwie schlecht aufstößt und Aufmerksamkeit schafft. Toll, und das machst du jetzt mit einer Kampagne von auf jeden Fall mal Stickern, genau. Postern, Plakate, Fotzing oder was steht da drauf? Fotzin. Also, Fotzin. Genau, also man kann das Ganze auch noch gendern und sich so dann selber aneignen und den Begriff so benutzen, wie man ihn selber anwenden mag. Und es gibt Merchandise und unterschiedliche Action-Sets, wo du dann auch auf der Straße sprühen kannst und die Fotze und das weibliche Geschlechtsorgan nach außen hin sichtbar machen kannst. Herrlich! Gehst du damit an Schulen? Vielleicht. Nee. Gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Oh, also ich meine, du fängst an mit dem Anfang der Welt, ja. Und gehe dann weiter mit unterschiedlichen Darstellungen, die natürlich jetzt erstmal symbolisch sind, aber im Weiteren kann man das Ganze natürlich noch weiter aufladen und noch mehr das weibliche Geschlechtsorgan in seiner Anatomie auch zeigen. Okay, das Geschlechtsorgan ist ja nicht alleine, sondern da gehören wir ganz dazu. Hat es dich empowert, dich damit zu beschäftigen? Auf jeden Fall. Also ich merke auch selber bei mir, dass ich jetzt das Wort Fotze viel besser aussprechen kann. Dieses Gefühl klingt da einfach nicht mehr mit und ist irgendwie ganz sexy auch. Ja, auf jeden Fall. Und es hat auch Power, finde ich. Hat totale Power. Deine Arbeit hat das auch. Vielen Dank. Der Filmtipp für alle, Vulva 3.0. Habe ich auch gesehen. Hast du gesehen von Ulrike Zimmermann? Auf jeden Hammer. Fall. Hammer. Film. Ich finde, der gehört an jede Schule. Auf jeden Fall. Oder? Ja, ist auf jeden Fall Aufklärung. Ja, und unerwartetes, was man sieht. Ja. Genau wie mit deiner Arbeit. Vielen Dank. Danke. Viel Erfolg für das danach und viel Spaß heute Nacht. Danke. Turn around. Ja, da gehöre ich dazu. Da gehörst du dazu, oder? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Turn around, du bist ein Typ, da würde man jetzt irgendwie klischee-mäßig, würde ich jetzt sagen, die Frau konsumiert und kauft und shoppt irgendwie so. Wie kommst du auf so ein Shopping-Thema? Ach so, Nachhaltigkeit interessiert mich schon irgendwie, würde ich sagen. Und das ist im Bereich Fashion, auf den ich mich hier konzentriert habe, auch ein großes Thema. Es gibt viele Missstände, viel zu verändern, viel zu wirken noch und deswegen hat sich das Thema so gefunden. Ja. Das Thema hat dich gefunden oder du hast das Thema gefunden? So gegenseitig, glaube ich. Ja. Und was war so ein Moment für dich, der dir besonders viel Spaß gemacht hat dabei? Ich glaube, die Motive, die ich auf den T-Shirts hier gestaltet habe, die haben es ja Spaß gemacht, so kreativ zu sein und das irgendwie und die Themen anzusprechen, die einzelnen Aspekte und das zu verpacken in Collagen und kreativ zu wirken, genau. Die T-Shirts sind ja dafür da, dass ich die auf der Straße bei einer Demo tragen kann, oder? Zum Beispiel, auch im Alltag, eigentlich überall, um einfach ein Statement zu setzen, auch ein Gespräch anzustoßen. Komm, bring das mal hier rüber, bringt mal zusammen, wer zusammengehört, genau. Genau. Anzustoßen, genau. Ja. Your shirt was made in hell, this one wasn't. Ist auch provokativ, ganz, ganz bewusst so gestaltet und spricht einfach diese Missstände an. Also soziale, ökologische und auch gesellschaftliche Aspekte, die da verarbeitet sind. Und ist so eine Arbeit für dich denkbar in so einem nachhaltigen NGO zum Beispiel oder die sich damit beschäftigt? Doch schon, auf jeden Fall. Also schließe ich nicht aus jetzt. Mal schauen, was so kommt. Aber das Thema interessiert mich auf jeden Fall, Nachhaltigkeit und so weiter. Hat es dein Verhalten verändert beim Einkaufen? Ich denke schon auch so ein bisschen, also wenn man die Hintergründe eben untersucht, analysiert und so und generell sich damit beschäftigt jetzt über die letzten Monate tatsächlich, da tief auch eintaucht, ich glaube schon, dass man da einiges mitnimmt und sich auch ein Stück weit verändert in seiner Einstellung und in seinem Verhalten vielleicht.
Hattest du Gespräche mit deinen Eltern, deinen PartnerInnen damit, darüber? Doch, schon auch, ja. Kontrovers? Ja, ich meine, da hat jeder wahrscheinlich so ein bisschen seine Einstellung und das ist auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, da kann man auch mal aneinander geraten, aber ja, genau. Das soll man, aber du hast noch, um das vielleicht abzuschließen, diese Beobachtung und Betrachtung deiner Arbeit, eine App entwickelt, oder? Das gehört auch dazu, genau, so ein App-Konzept und das ist sozusagen so ein digitaler Kleiderschrank. Man sieht schon diese Kategorien hier und dann kann man ja auch einzelne so Kleiderstücke dazu tun. Die sind dann anhand von den Metadaten bewertet und der Fußabdruck spielt da eben so eine Rolle, so ein textiler Fußabdruck, der da entsteht und das Produkt, also das Kleidungsstück mal mit diesem Hintergrund, diesem Herstellungskontext ja, bewertet, dass das nicht so abstrakt irgendwie ist, nur ja, und dass der textile Fußabdruck eben dahinter steht und wieder so ein bisschen verbunden wird. Super, beim Fliegen hat man das ja schon, da darf ich Bäume anpflanzen, was darf ich hier pflanzen? Das wäre so eine Weiterentwicklung, vielleicht kommt das auch noch, ja. Vielen Dank, dann warten wir darauf, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Der Tod kennt keine Kompromisse, sei vorbereitet. Richtig. Der Tod ist ja immer noch ein Tabuthema irgendwo in unserer heutigen Gesellschaft. Und daher setzte ich mich mit der eigenen Endlichkeit auseinander und entwickelte hierfür eine App. Und die wird halt unterstützt durch eine Plakatkampagne und einen One-Pager, der in erster Linie über die App informiert. Genau. Die App für deine Endlichkeit, was kann ich da klären? Da werden Informationen vereint mit einem Austausch und einer Auseinandersetzung. Dort kann man sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzen, in Form von verschiedenen Bereichen. Wie möchte ich bestattet werden? Wo möchte ich vielleicht begraben werden? Welche Musik soll auf meiner Zeremonie gespielt werden? Genauso verschiedene Aspekte, die miteinander kombiniert wurden. Ich komme jetzt gerade nicht auf die Schnelle drauf, wie heißt das Papier, was ich ausfülle, damit ich selber bestimme, was in einem Pflegefall mit mir passieren soll. Die, ich habe es vergessen, wie es heißt. Die Patientenverfügung. Genau. Here you go. Hast du eine ausgefüllt? Noch nicht. Nein? Nein, noch nicht. Das wird, ja, setze ich mich demnächst auch mit auseinander. Ja, das ist ja so ein Moment, wenn man das tut irgendwie so. Aber vielleicht hast du dir schon einen Friedhof ausgesucht? Kommt auch noch. Ja, weil ich frage das so, was dich da vielleicht auch so ein bisschen reingetragen hat, weil Tod ist jetzt nichts, was, also ich meine, es umgibt uns, aber es ist auch ganz fern. Genau, das ist nämlich das. Wir sehen ja das Leben als ewig und unendlich an und bedenken ja gar nicht, dass der Tod dazugehört, als letzte Station sozusagen. Und man sollte vorbereitet sein, denn damit entlastet man ja auch seine Hinterbliebenen. Das ist richtig. Ja. Was kostet Sterben? Gute Frage. Gute Frage. Ich glaube, so um die 5.000, die günstige Variante, vielleicht gibt es auch noch günstige, aber genau, es gibt. Das ist unterschiedlich. Wirst du die Plakate hängen? Hast du mal wirklich überlegt, zu so einem Bestattungsinstitut zu gehen und zu fragen, ob man das haben möchte von dir, diese Kampagne, weil sie ist ja ganz deutlich, klar, berührend. Genau, das wäre der nächste Schritt, denn ich habe schon viel Feedback bekommen, dass das Thema sehr interessant ist und umgesetzt werden sollte. Dann drücken wir dir dafür die Daumen. Es ist toll, dass du dich mit dem beschäftigst, was so ein Ende ist, aber ja vielleicht auch ein Anfang in irgendeiner Form. Danke. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Wir gehen weiter. Geh du mal vor. Ich möchte das eher ein bisschen näher, als wenn ich mich gut. Michelle! Hi! Hey! Na? Turn around! Don't just change, transform! In was soll ich mich transformieren? Naja, an ein nachhaltigeres Leben. Also nicht so viel kaufen, unnötige Sachen vielleicht einfach mal im Laden liegen lassen, sodass Firmen vielleicht mal den Hint bekommen, nicht so viel unnötige Sachen zu produzieren. Also produzieren, aber auch das eigene Konsumieren zu überdenken, also zu überlegen, wenn ich mal wieder so eine Attacke... Ich meine, das Konsumieren ist so einfach. Ich setze mich mit meinem Telefon hin und ich kaufe. Genau, also das ist halt auch, dass heutzutage du sitzt an dem Smartphone,
du kaufst irgendwelche Sachen auf Amazon, Zalando und das Shipment ist meistens auch noch for free und du denkst gar nicht mehr so darüber nach, was für Folgen das überhaupt hat. Und ja, genau, damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, das eben zu überdenken. Und was ist für dich die Quintessenz? Also einfach, ja, wie schon der Name eigentlich an sich sagt, Turnaround, also einen Schritt zurückgehen, eben mal wieder sich darüber Gedanken zu machen, was man hier überhaupt macht. Und auf unseren Planeten zu achten, denn wir haben tatsächlich nur diesen einen. Und genau, das ist so ein bisschen die Message, die diese Kampagne vermitteln soll. Hast du Lust, dich da zu engagieren? Auf jeden Fall. Also in meinen Hausarbeit 1 und 2 habe ich mich auch schon mit diesen Themen beschäftigt. Und das ist auch was, was mir persönlich ziemlich wichtig ist. Und ja, deswegen habe ich das in meinem Bachelor auch so umgesetzt. Wenn wir uns jetzt angucken, also die Schuhe, Kinderschuhe, die Socken geklaut, die ist secondhand, der ist neu gekauft, das stimmt. Die Unterwäsche ist geschenkt von einer Freundin. Wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ist tatsächlich, also alles neu gekauft, aber ich achte immer darauf, eher Sachen zu kaufen, die dann halt auch halten und nicht eben sozusagen Fast Fashion zu kaufen, sondern eben Produkte, die dann halt auch Jahrzehnte halten, bis sie dann halt irgendwann eventuell, man kann sie ja recyceln oder ähnliches. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel auch diesen Satz, there is no away. Also wenn man Sachen wegschmeißt, dann schmeißt du sie vielleicht für dich weg, aber im Endeffekt landen sie ja doch irgendwo auf irgendwelchen Müllheiden. Und um das eben zu verhindern, ja, es ist halt wichtig, Sachen zu kaufen, die nicht Fast Fashion, sondern nachhaltig sind, ja. Vielen Dank. Bitteschön. Dankeschön. Vanessa. Hallo. Ja. Wir fangen an, da kommt das Team, kommt rein, kommt zu uns, kommt in diese Welt der Selfies. Was für eine unglaubliche Arbeit. Wie viele Menschen hast du denn bitte getroffen? Insgesamt 25 Leute tatsächlich. Sieht irgendwie nach mehr aus. Ja, doch, so ein bisschen, ne? Aber in unterschiedlichen Altersgruppen und genau. Und du hast die sozusagen in ein Studio gesetzt, die eingeladen, sich zu fotografieren? Genau, also die Leute waren während meines Fotostudiums komplett auf sich allein gestellt und haben Aufgaben von mir bekommen, wie sie Selfies machen sollten. Und dabei konnte ich dann halt bei unterschiedlichen Aufgaben dann nachher untersuchen, wie die Leute sich gegenseitig voneinander verhalten und ja, wie sie sich generell verhalten, wenn sie so komplett auf sich allein und gestellt sind und sich mit dem Handy beschäftigen. Hast du ihnen, wie viel Zeit hast du ihnen gegeben dafür? Insgesamt hatte ich immer so pro Shooting eine Stunde, anderthalb Stunden. Und die konnten sich so viel Zeit nehmen, wie sie wollten. Weil ich sag mal, jedem fällt es ja leichter oder schwerer, ein Selfie zu machen. Und manche brauchen ja länger und manche eben nicht. Und wonach hast du dann ausgesucht, was jetzt hier hängt? Also ich habe schon sehr nach einprägsamen Motiven geschaut. Einfach um meine Botschaft, die ich vermitteln möchte, damit so ein bisschen deutlicher zu vermitteln. Und genau, also ich habe sowohl sehr starke Motive mit sehr einprägsamen Mimiken, aber auch sehr neutrale Mimiken, weil man da ja dann nicht weiß, steckt da jetzt vielleicht noch ein Filter hinter oder nicht. Das sieht man ja eben in meinem kleinen Booklet auf dem Tablet, ob da noch was hinter steckt. Und halt in dem Video, da sieht man nochmal so ein bisschen mehr zu den Gestiken selber. Und hast du so einen Aufruf gestartet gehabt? Ja, also ich habe sowohl Familie, Freunde, bin aber auch auf Social Media gegangen und habe dort Aufruf gestartet, überall, was man so finden konnte. Zu wie viel verkaufst du die Bilder? Gar nicht. Gar nicht. Gibt es ein Lieblingsbild? Ein Lieblingsbild? Schwierig. Ja, das ist ja ganz süß, muss ich sagen. Das finde ich irgendwie ganz gut. Das sagen tatsächlich die meisten. Weiß ich nicht. Also ich finde irgendwie so, das gesamte Bild macht das so. Oder das hat viel Spaß gemacht, das zu hängen, oder? Okay, die Hängung war anstrengend, aber das Konzept machen war interessant. Ich fand es andersrum einfach. Also ich fand, das Hängen hat mehr Spaß gemacht, als das Online-Konzept zusammenzustellen tatsächlich. Aber ich fand das Fotografieren generell mega, mega cool einfach. Es hat super viel Spaß gemacht und war richtig interessant. Vielen Dank. Sehr gerne. Viel Spaß beim Selfie selber machen. Hast du bestimmt auch ein paar gemacht. Natürlich. Hello, ich setze mich zu dir, wenn es passt. Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich bin halb anders. Ich auch. Halb gleich. Auch das. Wie kommst du auf das Thema? Das hat mich schon ganz lange beschäftigt. Also ganz viele Menschen bringt das ja irgendwie mit, dass man in einer Kultur vielleicht aufwächst, die gar nicht die Kultur ist, die man dann um sich herum hat. Ob das jetzt durch
die Sexualität ist oder durch die Hautfarbe oder weil man ein anderes Körperbild hat als die Gesellschaft. Fand ich wichtig. Ist voll wichtig. Du hast ein unglaubliches Buch gemacht. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt hier zu zeigen, glaube ich. Nee, hier ist gar nichts schwierig. Irgendwie so. Hier ist alles möglich. Wie viele Menschen hast du getroffen? 11 Menschen sind jetzt hier in diesem Buch und an der Wand. Wer ist er, habe ich mich gefragt. Das ist Anoush. Was macht der? Anoush, seine Eltern kommen aus dem Iran. Das heißt, er ist halb, er ist Iraner, aber in Deutschland aufgewachsen. Beziehungsweise Deutscher. Hier groß geworden, genau. Genau. Und hat irgendwie, weiß jetzt auch nicht so genau, wo er hingehört. Das Thema, was ganz viele Menschen bewegt in der Serie, ja. Dass man eben nicht genau weiß, ist man jetzt, wozu gehört man jetzt eigentlich? Was würdest du sagen, wie war der Prozess für dich in dieser Arbeit mit deinen Modellen? Gab es da Gespräche, die euch irgendwo hingetragen haben? Gibt es so einen Moment, den du erinnerst, der besonders berührend war? Also ich habe mit jedem von den Models vorher ein Interview geführt und da ist super viel Neues auf mich zugekommen. Ich denke gerade, was Rassismus gegenüber von Schwarzen angeht, ist schon sehr thematisiert, da weiß man schon sehr viel. In dem Interview mit Mei Ling kam sehr viel Neues auf mich zu. Ich glaube, gerade Rassismus gegenüber von Asiatinnen ist ein noch nicht viel diskutiertes Thema. Zumindest nicht hier in der Bundesrepublik. Ne? Heute, ja, noch nicht. Naja, weil da kommt natürlich auch so ein Klischee und so eine Vorstellung von der Asiatin, so ein Framing, wie man sich die so auch sexuell vorstellt, diese Frau. Total fetischisiert. Ja, ja. Ein Albtraum. Es gibt den Begriff von Gelbfieber. Das sind Menschen, die den Fetisch haben und auf Asiatinnen stehen. Das wusste ich vorher auch nicht. Ist das etwas, was diesen Models, sind ja auch besonders attraktive Menschen? Mhm. Das sind alles Menschen, die auch als Models oder in der Öffentlichkeit arbeiten. Und wie begegnen die diesen Verschiebungen oder diesem Halbanderssein in ihrer Arbeit dann auch konkret? Also nicht in der Arbeit mit dir, sondern wenn ihnen auf dem Shooting was passiert oder so, was machen die? Das ist meistens schon recht respektvoll, so ich das mitbekommen habe. Die werden ja auch deswegen gebucht und gewertschätzt, dass sie das dafür sich präsentieren. Ich denke, die größten Probleme gibt es eher im Alltag. Ich glaube trotzdem, wenn man jetzt an die Filme, ich komme ja aus dem Filmbereich und da fällt mir es natürlich auf, dass sozusagen Erzählung, genau, dann ist irgendwie jemand schwul, dann ist das aber auch das Problem des Films. Der darf nicht einfach nur schwul sein, das ist dann irgendwie das, was in deutschen Filmen thematisiert wird. Klar, gibt es eine bestimmte Rolle von Schwulen, die man dann da irgendwie spielen muss. Also es gibt ja so viele Schwule, denen man es gar nicht ansieht eigentlich, aber man hat ja ein gewisses Bild oder die Gesellschaft hat ein gewisses Bild davon, wie ein Schwuler zu sein hat. Genau, ist ja auch eigentlich völlig egal. So ist es. Was machst du als nächstes? Weiter. An dieser Arbeit, an dieser Serie arbeiten? Ja, generell. Also das ist eh so meine Ecke, in der ich arbeite. Und die Inszenierung meinst du, oder? Ja, genau. Porträt, People, Fotografie. Im zweiten Buch einfach. Ja, wie toll. Und willst du das dann frei rausbringen oder suchst du eine Galerie? Beides. Genau, es gibt deine Magazine, die da interessiert dran sind und ich suche mir vielleicht einen Verlag, der das verlegen möchte. Und ansonsten in Galerien, ja. Toll, dann drücken wir dir die Daumen und wünschen dir ganz viel Erfolg dabei. Das ist eine ganz tolle Arbeit. Dankeschön. Hier gehen wir weiter, aber ich sag mal, ihr, die ihr zu Hause seid, kommt vorbei, es gibt was zu sehen. Warum das hier so aussieht, wie es aussieht und was sie damit meint, das erlebt ihr morgen am Campus. Ich laufe jetzt hier einfach ohne Maske durch die Gegend. Darf ich aber? Okay. Darf ich? Wer ist Jacqueline? Ja. Mensch, Jacqueline, hallo. Hallo. Du bist eine Malerin. Ja, kann man so sagen. Das kann ich so sagen, das sehe ich auch. Bin ich dazu geworden, würde ich sagen. Über diese Arbeit? Ja, genau. Wie toll, was ist so eine ganz neue Welt für dich gewesen? Also generell mit Farbe zu arbeiten. Eigentlich habe ich immer mit Edding und Fineliner gearbeitet. Ja. Ja, wie bist du dann darauf gekommen? Ich wollte meine Gefühle mal atmosphärisch darstellen und ich fand, das hat mit Edding und Fineliner nicht so geklappt und dann dachte ich mir, okay, mache ich mal mit Farbe.
Und diese Gefühle, hat Corona was damit zu tun gehabt, jetzt Bachelor zu machen, eigentlich ein Stück weit alleine damit zu Hause zu sein, wenig an der Uni? Ja, ich muss sagen, man hat sich viel mehr Gedanken über sich selber gemacht und ich fand, da kamen auch noch Gefühle dazu, auch so ein bisschen Einsamkeit und so, und ja, das mal auszudrücken, war mir wichtig. In aller Einsamkeit hast du aber trotzdem sehr farbenfroh. Ja, du, das ist, ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich versucht, auch so das Positive rauszuholen und nicht nur das Negative, deshalb ist es, glaube ich, auch so ein bisschen farbenreich geworden. In der Auseinandersetzung, als ihr als Absolventen überlegt habt, wie ihr die Hängung macht, hattest du da jemals den Gedanken, zu den Jungs vorne, Roman und Oliver, zu gehen mit Angst und diesem, also dieser Arbeit, diesen fotografischen Arbeiten, weil die sind ja sehr schwarz-weiß. Hast du dich da irgendwie assoziiert gefühlt? Nee, tatsächlich habe ich deren Arbeiten gar nicht gesehen, deshalb kann ich dazu jetzt gerade gar nichts sagen. Die wollte ich mir gleich noch angucken. Ja, das solltest du auf jeden Fall tun, aber vielleicht magst du vorher auch noch mal was dazu sagen. Bist du das? Sind das Zustände? Sind das Beobachtungen? Weil das assoziiere ich mit dir und deinem Ausdruck. Was ist das? Also tatsächlich sind das Bilder von mir, viele davon. Und dann sind da auch noch andere Personen, die ich dargestellt habe. Und das ist so der atmosphärische Ausdruck, wie ich Personen wahrgenommen habe. Und das habe ich einfach versucht festzuhalten an ganz vielen verschiedenen Tagen und Situationen. Genau. Das heißt, das Zeichnen des Deins, wirst du weiter malen in diesem Ausdruck? Also ich denke, ich werde weiter malen, aber ich möchte trotzdem lieber wieder in diesen schwarz-weißen Stil zurück. Das liegt mir doch besser und das macht mehr Spaß. Macht mehr Spaß? Ja, tatsächlich. Also ich fand es wirklich, ich konnte damit mehr ausdrücken, ja. Genau. Aber at least hast du was Positives gefunden, ein bisschen Farbe in die Welt getragen mit dieser tollen Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Juhu. Wir gehen weiter. Du bist ja da, du bist auch morgen da. Mhm. Sehr gut. Also wer immer sprechen möchte, die KünstlerInnen sind alle da. Kommt. Herzlichen Glückwunsch, Frau Groß. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Du lebst in der Schanze und du hast dich da mal reingestürzt. Wie sich manche ins Nachtleben stürzen, hast du dich in die Fragen von Gentrifizierung, von Besetzung, von wem gehört eigentlich was und wie kann ich das übersetzen in Illustration, oder? Ja, genau. Also ich habe mich mit Reportage-Illustrationen beschäftigt und das ist jetzt erstmal die Recherche, die dabei entstanden ist. Das richtige Projekt, das wird erst noch entstehen. Jetzt gerade ist es eben nur der erste Schritt in der Reportage-Illustration. Gibt es schon irgendwo ein Bild, wo man verstehen kann, wenn man jetzt keine Ahnung davon hat, wo du sagst, in so eine Richtung wird das gehen? Beispielsweise da hinten, also alles, was in Richtung Ende geht, da habe ich mich dann auch mehr mit der Bildsprache beschäftigt und da kann man sich schon so ein paar Beispiele dran nehmen, wie das vielleicht mal werden könnte. Das hier, das sehe ich jetzt hier, das ist auf jeden Fall irgendwie älter. Genau, das ist Archivmaterial, was ich mir da zusammengesucht habe und genau, da habe ich eben einiges noch genommen, was es eben aus der Zeit gab. Das sind zum Beispiel Flyer, die von den Bewohnerinnen selbst eben mal gedruckt wurden, verbreitet wurden und das wollte ich eben auch mit einbauen. Ja, das ist total spannend. Wo hast du Archiv, also wo, in was für ein Archiv warst du? ich habe den Namen vergessen tatsächlich, aber ich war in unterschiedlichen Archiven, also in der Hafenstraße und auch in der Sternschanze natürlich. In der Roten Flora, selber? Flora, genau. Also, Archiv der sozialen Bewegung? Genau, aber da habe ich vieles aus einem anderen Archiv, aber wie gesagt, da fällt mir der Name gerade ehrlich gesagt nicht ein. Gibt es was, was dich besonders abgeholt hat bei dieser Arbeit oder dir wie so einen Schalter umgelegt hat? Warum besetzen die eigentlich Häuser? Macht das Sinn? Würde das nochmal Sinn machen? Oder gibt es irgendwie was für dich, was da so als Ergebnis rausgekommen ist bei dieser Arbeit, also bei der Recherche? Eher der Schalter, dass ich schade finde, dass das in meiner Generation weniger jetzt gemacht wird, als es früher gemacht wurde. Also das kam mir eben, dass das eben nicht mehr so ein Lebensgefühl ist, wie es damals mal war. Also da würde ich dir jetzt ja widersprechen und würde sagen, ihr habt das Gängeviertel. Ja, auch, aber wie gesagt, ich bekomme es in meiner Generation leider nicht mehr so mit, wie ich das jetzt bei dieser Recherche zum Beispiel mitbekommen habe. Das hatte natürlich eine Wahnsinnskraft, diese ganze Besetzungswelle. Aber ich finde sozusagen also auch aus dem Wissen, was in der Schanze passiert ist, das Gängeviertel jetzt in so einer Lebendigkeit zu besetzen, zugesprochen zu bekommen und zu bespielen, hat nochmal eine andere Offenheit für mich persönlich als jetzt zum Beispiel die Rote Flora.
Ne, also das Gänge ist ja erstmal offen auch. Bist du da engagiert? Gehst du da vorbei? Macht das was mit dir? Gängeviertel nicht so ganz. Also bin ich jetzt selbst einfach nicht so viel unterwegs, aber ist natürlich auch, da wollte ich mich unbedingt mal mit der Siebdruckwerkstatt näher beschäftigen, aber habe ich jetzt durch Corona tatsächlich erstmal gelassen, aber das ist auf jeden Fall noch eine Stelle, an die ich mich wenden will. Es ist auf jeden Fall ein echt unglaubliches Projekt. Ich freue mich auf, was auch immer da jetzt rauskommen wird, weil sozusagen das eine ist ja die Rote Flora als großes Haus, was man weiß, dass es besetzt war, aber dass da so viel andere auch besetzt waren, ist, glaube ich, ein Stück Geschichte, was du aufarbeitest gerade, was gar nicht so bekannt ist. Genau. Und deswegen wäre es toll, du würdest einen Verlag finden. Ja. Und ein Buch machen. Ja. Hast du dazu Lust? Hoffe ich natürlich auch drauf. Ja. Oder auch auf irgendeine andere Weise, das eben noch mehr in die Schanze zu integrieren, so diese Geschichte, hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Stell dich doch mal vor bei Assoziation A. Schau dir mal den Verlag an, falls du ihn nicht kennst. Ich kann mir vorstellen, Theo hat da bestimmt ein sehr offenes Ohr für. Ja, cool, danke. Das ist ein toller Verlag. Ja, danke. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Hallo, das ist deine beeindruckende Arbeit. Grün auf Grün, Farbe auf Farbe, Schrift ins Quadrat, oder? Genau, ja, das ist die arabische Quadratkufi, das ist eine Kalligrafie-Schrift und die habe ich auf die lateinische Schrift übertragen und ein eigenes Alphabet entwickelt nach den Regeln der arabischen Quadratkufi. Ja, grandios. Du hast vielleicht Rot gelesen oder was hat dich inspiriert? Naja, ich hatte, vorletztes Jahr war ich in Jordanien und die Schrift hat mich total fasziniert und ich wollte mehr darüber lernen, habe dann auch angefangen, mich mit der Schrift auseinanderzusetzen. Daraufhin kam auch schon das Praktikumssemester, da habe ich dann beim Markenbau mein Praktikum gemacht. Das ist in Leipzig, eine kleine Agentur und der Chef ist auch Araber und der hat mich dann ein bisschen in die lateinische, in die arabische Quadratkufi eingeführt und da entstand dann auch das Interesse. Ja. Gibt es ein Interesse von dir, das jetzt mal darüber zu tragen zur Uni oder zur Elbphilharmonie? Das war ja so meine Idee, so große Skulpturen dann im öffentlichen Raum aufzubauen, ja. Ob das dann passiert ist, ist noch was anderes. Wovon hängt das ab? Wie ich mit dem Projekt jetzt weitermachen möchte schon, ja. Hast du mit denen schon Kontakt aufgenommen? Nein, habe ich nicht. Also du weißt, es gibt so öffentliche Stiftungen und Fonds, ja, und so, dass man sowas mal, weil das ist natürlich eine ganz tolle Übersetzung von Miteinander, oder? Ja, genau, das war auch mein Ziel, so die Kommunikation zwischen den Kulturen zu fördern und Interesse zu wecken. Ja. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Danke. Viel Erfolg dabei. Wo ist Mona Lena? Hier, da. Es ist kalt hier, Leute. Also es hat wahrscheinlich so einen Corona-Grund irgendwie so, ne? Ich darf, haben die mir gesagt. Komm, Mona Lena. Modify, you're the first. Hallo. Hallo, wie schön. Hi. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bei Selbstoptimierung liegt der Fokus meist auf Äußerlichkeiten und Leistungen. Die Gefühlswelt findet selten Beachtung. Genau. Fandest du? Ja, das fand ich. Das habe ich auch bei vielen Freunden immer gehört, dass sie das Gefühl hatten, dass sowohl privat als auch, wenn die arbeiten oder auch hier in der Uni, manchmal von ihren eigenen Gefühlen gebremst werden. Und da habe ich gedacht, vor allem wegen der Selbstoptimierung, was du ja eben schon gesagt hast, vielleicht muss man da mal was ändern und was erfinden, wo man seine Gefühle selbstbestimmt beeinflussen kann. Genau. Wie geht das? Und zwar habe ich ein App-Konzept entwickelt. Hier an dem. Genau. Was tägliche Gefühlsabfragen durchführen lässt, die fragt, wie es dir geht, wie möchtest du dich gerne fühlen, hattest du einen guten oder einen schlechten Tag, und das Ganze mit einer KI verbindet und dann mit gewissen Messwerten, die von einer Smartwatch erfasst werden, wie Hautleitfähigkeit, Pulsschlag, dann quasi analysieren, wie denkt die App, wie fühlst du dich, wie solltest du dich vielleicht fühlen, das Ganze mit deinem eigenen Handykalender vergleichen, was für Ereignisse stehen gerade an, passt zum Beispiel Müdigkeit oder Trauer, gerade wenn man
gleich zu einer Party gehen muss oder so, das passt natürlich nicht so gut. Was sollte man ändern? Und dann fordert die App einen dazu auf, dass man vielleicht sein Handy in die Hand nehmen sollte und einen Gefühlsraum betreten sollte, um halt sein Gefühl zu beeinflussen. Wie toll, und wie geht das? Genau, das Ganze funktioniert dann mit dieser App. Die leitet einen weiter dann in eine kleine VR-Welt. Das kann, die ganzen Gefühlsräume finden in Virtual Reality statt. Und das kann man zum Beispiel, da habe ich das auch einmal, machen, indem man sein Handy in ein kleines Cardboard steckt. Und dann kann man quasi, egal wo man gerade ist, egal zu welcher Situation, auch mal so schnell zwischendurch, zwischen zwei Terminen oder zwei Ereignissen, noch mal schnell seinen virtuellen Gefühlsraum betreten und da dann seine Gefühle anpassen. Krass, und wie mache ich das dann? Also nehme ich da eine Tablette oder? Nee, es werden dann anhand der Stimmung, die du erreichen willst und wie du dich fühlst, von dieser KI bemessen, verschiedene Gestaltungsparameter angewandt, die dann deine Gefühle beeinflussen. Man kann ja mit verschiedenen Farben, Formen, Audio oder auch Haptik suggerieren, den User oder die Userin beeinflussen und so dann quasi auch das Gefühl beeinflussen. Genau. Okay, wie fühlst du dich heute? Ein bisschen aufgeregt, aber ich bin sehr glücklich, dass es vorbei ist und dass wir es alles so gut geschafft haben. Und was sagt deine App dazu? Stimmt das? Das stimmt. Vielen Dank. Super, herzlichen Glückwunsch, Lukas, zu dieser unglaublichen Arbeit und zu dem Preis ist es ja nicht, aber zu dieser Auszeichnung im Studiengang. Du hast mit deinen Großeltern gesprochen, weil die in einer ganz besonderen Zeit in dieser heutigen Bundesrepublik gelebt haben und du dich fragst, wie geht das eigentlich, wenn die damals jung waren, so alt wie ich wahrscheinlich in diesem Dreh. Genau, genau. Wie habt ihr das gemacht und wie seid ihr da durchgekommen? Oder? Genau, also im Grunde war die zentrale Frage, wie waren eigentlich meine Großeltern so drauf, als sie so alt waren, wie ich jetzt bin? Und das sind dann natürlich die Jahre, die 40er, die 50er. Und genau dementsprechend habe ich dann sie gefragt, ob sie bereit wären, dieses Projekt mit mir zu machen. Und glücklicherweise waren sie es. Und dann habe ich sehr lange Interviews mit den beiden geführt und hatte dementsprechend dann genug Material, um daraus Texte zu formulieren. Und welcher Jahrgang sind deine Großeltern? 1930er. Also die sogenannte Kriegskindergeneration. Ja, absolut. Genau, also sie haben den Krieg als Kinder mitbekommen und sie haben, und das fand ich eben auch so interessant, sie haben Hamburg vor dem Krieg mitbekommen und Hamburg vor dem Krieg ist halt eine ganz andere Stadt gewesen. Und meine Großeltern sind jetzt beide mittlerweile 91 und Menschen in diesem Alter, die hast du natürlich nicht mehr so viele und dementsprechend sind diese Zeitzeugen ebenso wertvoll. Und dementsprechend habe ich eben diese Interviews geführt und habe eben versucht, durch dieses Buch, einerseits mir, aber eben andererseits auch den Menschen, die dieses Buch dann hoffentlich lesen werden, eben klarzumachen oder ein empathisches Verständnis dafür zu geben, wie diese Zeit und dieses Leben vor dem Krieg, während des Kriegs und direkt nach dem Krieg eben war. Für eine Gut, aber Generation. Es war jetzt ja nicht nur Krieg, es war auch Faschismus. Es war eine Diktatur. Was würdest du sagen, wie hat das deine Großeltern geprägt? Oder? Es ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn du 1920 geboren bist und wenn du 1930 geboren bist. Also ich glaube, meine Großeltern haben nicht so sehr unter dieser Propagandamaschine leiden müssen. Dazu kommt, dass mein Großvater mitten in Hamburg aufgewachsen ist, im Roten Moskau hat man das damals genannt. Das heißt, sein Vater war SPD-Mitglied. Also sie sind allgemein sehr links aufgewachsen, was natürlich dann auch wieder eine spannende Darstellung ist, wie ist denn auch ein gewisser Widerstand im Nazi-Deutschland gewesen. Gab es den gegeben oder hat es den nicht gegeben? Das ist das Buch, was du gestaltet hast. Genau. Du hast Texte, du hast Transkripte gemacht, nehme ich an, und hast dann nach einer Form gesucht. Genau, also dieses Buch besteht eben einerseits aus den Texten, und andererseits dann eben aber auch aus Bildern, eingeklebten Farbbildern, die das eben dann nochmal mehr darstellen sollen und eben um diese persönliche Note nochmal rüberzubringen, auch handgeschriebene eigene Formulierungen von meinen Großeltern. Ja, weil da würde ich jetzt sofort drüber stolpern. Katharinenstraße 43 nach den Terrorangriffen. Ja, das sind dann einerseits Kommentare zu dem Bild, also was stellt dieses Bild dar, aber es hat eben auch einen gewissen Bezug zu ihren eigenen Geschichten. Also dieses Bild zeigt dann zum Beispiel, das ist dann im Buch nachzulesen, dass
wie es aussah, als mein Großvater aus einem Haus gekommen ist, nachdem die Operation Gomorra zu Ende war. Also nachdem dieser unglaubliche große Angriff auf Hamburg war und er dann aus seinem Haus gekommen ist und Hamburg zerstört gesehen hat. Und dieses Bild transportiert das eben. Natürlich ist dieses Bild dann ein geschichtliches Bild, also kommt nicht aus der Familie oder hat er nicht selber gemacht. Aber dieses Bild, was eben einen geschichtlichen Hintergrund hat, transportiert eben das Bild, was er selber erlebt hat. Du hast gesagt, was dir wichtig ist, ist sozusagen diese Erinnerung und dieses Gefühl, diese Lebenswelt, die ja auch jederzeit wieder passieren kann. Keine Demokratie ist for granted irgendwie so. Möchtest du rübertragen in heute? Hat es A, in eurer Familie da Kontroverse oder überhaupt Diskussion gegeben? Und B, wie ist denn deine Idee, das jetzt zu wem zu tragen? Also Kontroversen, würde ich sagen, hat es nicht gegeben. Meine Großeltern, würde ich sagen, waren auch immer sehr offen mit ihren Erinnerungen und wie sie auch über Thema Drittes Reich, Thema Holocaust geredet haben. Genau, also dementsprechend würde ich sagen, war es relativ offen, wie sie damit umgegangen sind. Ja, genau. Und das Projekt trägst du jetzt an Schulen oder an die, wie heißt das, die politische Bildung? Das weiß ich noch nicht genau, inwiefern das jetzt veröffentlicht werden kann. Ich denke mal, dieses Projekt ist vor allem auch interessant für Hamburger, weil dieses Projekt auch einen sehr großen Hamburg-Bezug hat. Dementsprechend würde ich es, denke ich, auch in einem Rahmen veröffentlichen, dass es für Hamburger interessant ist. Aber natürlich auch ist eine, und das ist auch das Konzept oder die Idee des Konzepts, dass man dieses Konzept auch nicht nur auf meine Großeltern rüberbringen kann, sondern auf jede möglichen Zeitzeugen. Jeder Zeitzeuge, den es gibt, könnte theoretisch Teil dieses Projektes werden und seine eigene Geschichte erzählen, ob es in Hamburg ist oder in Berlin oder sonst wo auf der Welt. Genau, also dementsprechend ist es eine relativ große Bandbreite, wie man das darstellen kann. Dieses Projekt ist jetzt, würde ich sagen, hauptsächlich für Menschen, die in Hamburg leben und die auch einen gewissen Hamburg-Bezug haben. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Wir sind die Angst. Genau. Angst ist auf jeden Fall was sich durch diesen Bachelor zieht. Jo, kann man sagen. Hast du Angst? Manchmal ja. Wovor? Spinnen, Insekten. Vor Spinnen und Insekten, okay, da sind jetzt glaube ich keine hier. Nee. Aber du hast dich gefragt, wie man sie abbilden kann, genau, oder? Wie man Angststörungen abbilden kann, genau, für Menschen, die sie haben, damit halt andere Menschen, die sie nicht haben, verstehen können. Also wie das ist. Aber wenn du sagst, du hast eigentlich nur vor Spinnen Angst, also nur, ne, so in Tüdeln irgendwie so. Wie kommst du denn zur Angststörung? Warum ist das ein Thema für dich? Was hat dich daran interessiert? Mein persönliches Umfeld. Ich habe ein paar Leute, die das haben. Ich weiß, wie es denen geht, wenn sie diese Angst haben. Und auch durch die Pandemie, die immer noch anhalten ist, werden diese psychischen Störungen ja immer mehr und mehr. Deswegen dieses Thema. Das heißt, vielleicht magst du uns das einmal sagen, wie du das erarbeitet hast, wenn du sagst, du hast Freunde und Bekannte, die damit, die in der Situation sind. Und hast du mit denen das erarbeitet oder wie bist du dann rangegangen? Ich habe eine Umfrage gemacht mit Leuten, die halt Angststörungen haben und zwei Interviews geführt. Das hat dazu geführt, so zu sehen, wie sie selbst das sehen, wie sie die Gefühle beschreiben und so weiter und welche Farbe oder Form sie zum Beispiel damit verbinden. Und daraus kam dann das Design. Kann man Angst überwinden? Bestimmt, aber wahrscheinlich eher mit Therapie und deswegen auch. Gibt es auch Hilfeseiten für Leute, das ist ganz wichtig bei so einem Thema, dass man auch immer Hilfe gibt. Und das, ja. Gibt es eine Seite oder ein Bild, wo du sagst, das fasst es für dich am besten? Also ich kriege Angst, wenn ich da drauf gucke. Ehrlich ist eher so ein Projekt im Ganzen, was man sich in Ruhe auf jeden Fall durchgucken muss, um zu sehen, wie es halt ist. Also es soll nicht Angst machen, es soll einfach nur zeigen, wie Leute mit Angststörungen, wie sie sich fühlen einfach. Vielen Dank. Auf ein Leben in der Akzeptanz der Angst, vielleicht kann man es mal so sagen, oder? Vielen Dank dir. Danke, schönes Weitertrinken. Kurze. Ja. Ist ganz toll. So, wir gehen nach oben. Wo ist der Champagner? Wow, sind die toll, die arbeiten. Das ist echt spannend, das kann man nicht anders sagen.
Es ist schon auch toll, wenn man eben so lange Zeit hat für so ein Projekt. Und jetzt kommen wir dahin. Jetzt komme ich. Jetzt gehen wir zusammen, Margot. Komm. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast gerade die beste Arbeit im Studiengang bekommen. Ja, also ich finde die anderen Arbeiten auch sehr gut, aber ja. Komm, du darfst dich schon freuen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Zu Recht. Ja. Und das ist deine Arbeit. Wir stehen hier schon direkt. Das ist Making of meine Arbeit. Ja. Was sehe ich da? Was hast du gemacht? Ich habe einen Charakter, also hier gerade könnt ihr sehen, wie ich einen Charakter gemacht habe als Mann und als Cyborg. Genau. Ja, eigentlich, das ist Making of. Man soll erstmal einen Film ansehen, dann kann man so ein bisschen besser nachvollziehen, was hier abläuft. Und hier ist gerade so, wie ich das Ganze erstellt habe. So. Ja, das ist voll krass, was du da voller. Ich meine, das hast du alles alleine gemacht. Das ist so krass. Ja, auf jeden Fall, das hat sehr lange gedauert und eigentlich viel Leid und viel Stress. Aber ich freue mich, was am Ende so entstanden ist. Aber jetzt mal so unabhängig von dem Stress, du hast an der Story geschrieben und entwickelt und nachgedacht. Genau. Im Vordergrund meiner Story geht es darum, wie sich der Charakter, wie er sich auf die subjektive Ebene verändert, indem er Cyborg wird. Also, weil er sozusagen, sein Körper wird jetzt weggelassen und es bleibt nur sein Gehirn. Und auch Gehirn wird so extern, was man am Ende des Films sieht. Nicht spoilern. Genau. Nicht spoilern, ja. Gut. Also, genau, vielmehr geht es darum, wie die Person sich verändert in dem Sinn, ja. Hast du dich verändert im Studium? Auf jeden Fall, ja, ich glaube, das haben alle gemacht. Ja, auf jeden Fall, so in 3,5 Jahren, ja, das ist schon eine lange Zeit. Also die Erfahrungen, die man hier gesammelt hat und ja, die Emotionen, das ist auf jeden Fall ein guter Lebensabschnitt, die ich jetzt... So, ich freue mich, das jetzt abgeschlossen zu haben. Ja, natürlich, herzlichen Glückwunsch dazu. Du bist eine echte Spezialistin, man kann dich eigentlich direkt buchen und kannst sofort loslegen. Was wirst du machen? Also ich möchte ein bisschen so im Motion-Design-Bereich arbeiten, sowohl 2D als 3D, vielleicht ein bisschen VFX machen, ja. Hollywood? Ja, wäre nice. Ja. Ja, gut. Dann wissen wir Bescheid. Wir kennen ein paar Leute, die das auch wollten und die sind da hingegangen. Also wenn du es wirklich willst, geht das. Okay, würde mich freuen, wenn das klappt, ja. Okay, dann sprechen wir einfach nochmal, als ob ich es drauf hätte. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Und alle Arbeiten, alle Filme, könnt ihr sehen, laufen hier im Kreis. Wir fotografieren euch nachher nochmal das Poster, wann welcher Film kommt. Aber es ist toll, es ist eine Rolle und die läuft die ganze Zeit. Da hinten wartet Lea auf uns. Lea, yeah! Ihr habt hier einen wirklich tollen Gang inszeniert. Es macht total Spaß. Ich hoffe, man übersieht mich, wenn das so lange ist. Warum sollte man dich übersehen? Ich sehe nur, dass dein Glas leer ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh, was hast du denn da Süßes an? Das ist ja toll. Das passt zum Ambiente. Ja. Es passt auf jeden Fall zu dem Ambiente. Was ist das für ein Ambiente? Was hast du hier gebaut? Ist der süß. Ich habe einmal ein Badezimmer gebaut. Da steht auch der Taucher drin, könnt ihr mal... Ja, der ist voll sweet. Genau, und der kann durch die Badewanne in diese Korallenwelt, die da hinter mir ist, eintauchen. Das ist so sein magischer Gang. Und die wird dann aber leider zerstört und dann habe ich eben nochmal die kaputte Landschaft gebaut. Das hast du jetzt eigentlich schon mal kurz im Kurzgang die Story erzählt, die wir... dann ja auch im ganzen Film sehen werden, der sehr zauberhaft ist auf der einen Seite, aber es ist ein sehr... dunkles Thema. Mhm. Du liebst Puppentrick und hast jetzt so eine Übersetzung gesucht, oder? Ja, auf jeden Fall, genau. Also mir ging es vor allem darum, ein ernstes Thema darzustellen und Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, weil es eben ein sehr, sehr aktuelles Thema ist, mit dem wir uns eigentlich alle beschäftigen sollten, weil ohne die Meere wird unsere Umwelt nicht überleben. Genau, und dann habe ich das in Puppentrick versucht zu übersetzen, genau wie du gesagt hast, ja. Wo soll der Film gezeigt werden? Wer soll den sehen? So viele Menschen wie möglich. Ich möchte ihn jetzt überall auf der ganzen Welt einreichen. Ich glaube, Anna von der Berlinale, die hat uns mal den Tipp gegeben, dass sie die Filme überall einreicht, wo sie hinfahren wollte. Und genauso werde ich das jetzt auch machen. Einreichen, überall, wo es geht.
Was kannst du noch dir vorstellen? Wo kann der noch laufen? In Schulen denke ich mir auch ganz gut, damit man einfach auch und in Kindergärten einfach für die Kleinen, auch weil natürlich Puppentrick dafür gut geeignet ist. Ja, genau. Willst du weiter Puppentrick machen und weißt du schon wo? Falls ja. Ja, an sich sehr, sehr gerne. Ich würde gerne mal nach London gehen. Ich habe da vielleicht auch schon so meine Kontakte, wo ich weiter diesen Weg nachverfolgen kann. Aber ich möchte nicht nur Puppentrick machen. Ich mache auch gern andere Sachen. Und das wäre? 2D-Animation. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, Kamera zu machen. Und genau, in die Richtung einfach mal so ein bisschen mehr auch. Ja. Ja, toll, aber Film bleibt es. Film bleibt es, auf jeden Fall. Herrlich. Viel Spaß. Dankeschön. Danke, Lea. Komm, wir gehen hier nochmal runter. Sarah ist leider nicht da, Marla ist leider auch nicht da, aber ihr könnt die Filme gucken, sie sind da. Sarah ist bitte? Na gut, wir gucken. Aber ihr seid da. Felix, du bist da. Ja, darf ich die Maske absetzen? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jetzt bist du erleichtert. Jetzt bin ich sowas von erleichtert. Ja, das kannst du echt sagen. Also kann ich sagen, oder? Erleichtert, ja. Nach 3,5 Jahren haben wir es geschafft. Nee, das meine ich jetzt nicht. Du weißt schon, ich wollte die direkte Übersetzung. Ach, das wolltest du. Ach so, ja, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Weiß ich doch, aber doppelt erleichtert ist fein. Wie hast du diese Übersetzung gefunden? Ich war im Wald. Ich war im Wald und wollte mich selber erleichtern. Und dann dachte ich mir so, Mensch, wenn ich hier jetzt wieder weggehe, dann bleibt ja was von mir. Und dann habe ich so über Hinterlassenschaft und was so bleibt nachgedacht, habe mich irgendwie in super ernste Themen gedacht. Und dann habe ich so gemerkt, so, ja, ich will gar nicht so ernst werden. So, ich bin gerade vom Pinkeln zum Hinterlassen gekommen. So, wie cool ist das denn? Und dann kam eben die Thesis und dann musste ich ein Thema finden. Dachte ich mir, okay, Kunst des Sterbens ist irgendwie ein cooler Titel. Und dann bin ich wieder auf diese Idee im Wald gekommen. Und da dachte ich mir, okay, das setzt sie jetzt um. Und da habe ich mir einen Typen ausgedacht, der seiner Kunst nachgeht und der pinkelt überall hin, um sich zu hinterlassen. Und somit konnte ich durch den lockeren pinkelnden Künstler eben eine ernsthafte Thematik vermitteln. Ja, das ist ganz groß, weil ich meine, es ist jetzt einfach, wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen, wo du langlaufen wolltest, und es war alles schwer, also alles super wichtig, toll, aber das ist ja das Schwierigste im Kino, oder? Also was Leichtes zu erzählen mit einem gewissen Humor und trotzdem auf so eine Tiefe hinzuweisen. Ja, das auf jeden Fall. Aber da habe ich auch schon beim Cast angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich das am besten umsetze. Und da habe ich mir meinen sehr, sehr guten Freund Leonard Wavrow ausgesucht, der zweifach abgebrochener Schauspieler ist bei der Schauspielschule, aber dennoch ein sehr, sehr guter Schauspieler ist und sich dann für die Stand-up-Comedy entschieden hat. Und somit konnte er sehr gut sowohl schauspielerisch, aber auch eben humoristisch diese Rolle vermitteln. Und dir hat das viel Spaß gemacht in der Regie. Ist das ein Bereich, wo du weitergehen willst? Ja, auf jeden Fall. Jetzt innerhalb des Studiums konnte ich da sehr viel ausprobieren. Sowohl beim Dokumentarfilm habe ich meine Erfahrungen gemacht. Und jetzt wollte ich gerne auch ein bisschen inszenieren und konnte eben fiktiv arbeiten, aber in einem dokumentarischen Stil. Und das ist etwas, wo ich gerne weiterhin ausprobieren würde, so ein bisschen die Stile mischen. Und genau, das habe ich jetzt bei diesem Film gemacht. Das ist eine Fiktion, aber in einem dokumentarischen Stil. Und mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Ja, ich freue mich. Das wird eine tolle Reise, Felix. Viel Spaß dabei. Ja, danke schön. Sehr gerne. Sophie, Hero, Josh, ihr seid alle hier. Ich habe schon gedacht, wir können uns eigentlich mal setzen, aber jetzt bleiben wir einfach stehen, oder? Ja. Nein, ich kann mich zwischen euch setzen. Ja. Ladies, ja, mal so sitzen, ich stand schon die ganze Zeit. Toll, dass ihr da seid. Ihr habt beide Wahnsinns-Animationsfilme dahingelegt, irgendwie so. Ich glaube, Hero, ich würde dich gerne was fragen. Was mich sehr abgeholt hat, war, als du von deinem Praktikum erzählt hast, dass du jeden Tag gezeichnet hast. Mhm. Und dass dich das irgendwie nochmal woanders hingetragen hat, oder? Ja. Was war das genau? Was ist die Aufgabe gewesen? Ja, ich habe einfach jeden Tag gezeichnet, gemeinsam mit meinen Kollegen und ja, meine Zeichnungsfähigkeiten weiter ausgebaut, was mega Spaß gemacht hat. Und es war auch cool zu sehen, wo es angefangen hat. Und als das Praktikum dann vorbei war,
wie sich das entwickelt hat. Und ja, hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht und das hast du dann eigentlich auch übertragen in deinen Bachelor, oder? Genau, es ist dieses Wissen weiter, also weiter mehr zu erfahren, wie geht das, wie funktioniert das, und habe ich dann aufgegriffen und teilweise dann zu meinem Thema und zu meinem Film gemacht und umgesetzt. Gab es Momente, wo du nicht weiter wusstest? Teilweise schon, also immer dieser Punkt zu wissen, jetzt, wie mache ich das jetzt genau, da zu überlegen, was möchte ich jetzt am Ende genau haben. Da gab es schon mal so Momente, wo ich so, was mache ich jetzt? Und aber da habe ich mir dann einfach das Internet zur Hilfe gezogen oder Feedback geholt und einfach gebrainstormt oder rumgezeichnet oder Musik gehört. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das Zeichnen mag einen vielleicht manchmal stoppen machen, aber es hat dich doch vielleicht auch da durchgetragen. Genau, genau. Ja, auf jeden Fall, ja. Magst du uns was erzählen zu deinem Film? Ja, also Animare ist ein Animationsfilm, der das Beleben einer Figur begleitet in der Animation. Und ich habe für meine Thesis über die Wirkung des Character-Designs geschrieben. Und belebt wird dann die Figur nicht nur in der Handlung, sondern eben durch das Character-Design auch. Also, ja. Absolut, das ist was ganz Entscheidendes. Irgendwie so. Hast du das Gefühl, würdest du sagen, du hast einen narrativen Film gemacht oder eher einen expressionistischen Film? Ich würde schon sehr sagen, eher narrativ. Also es gibt schon Anfang, Mitte, Ende. Und, und genau dafür wollte ich eine Handlung haben, für die ich dann Figuren erstelle und die zu der Handlung passen und Persönlichkeiten entwerfe und die in diese Welt reinpassen können. In welche Welt passt du rein? Hast du dir schon überlegt, wo du weitergehen möchtest? Also ich liebe das, zu zeichnen, meine Fantasy-Welten zu zeichnen und in andere Welten reinzutauchen, finde ich klasse. Und wenn ich weiterhin solche Welten kreieren kann, da wäre ich glücklich mit. Ja, da drücken wir die Daumen auf jeden Fall. Du hast jetzt schon tolle Leute kennengelernt. Und du hast ja ein großes Talent, da gibt es jetzt eigentlich nichts, was dich stoppen könnte, oder? Ich hoffe. Ja. Nein, es wird dich nicht stoppen, vielen Dank. Was stoppt dich? Dich stoppt auch nichts, Sophie, ja? Ja. Du bist nicht zu stoppen. Das auf keinen Fall, ja. Es geht direkt weiter, ne? Wo geht's jetzt hin? Erstmal nach Korea zum Masterstudium. Nach Korea? Mhm. Wohin? An die Joseon-Universität zum Cartoon- und Animationsstudio. Möchtest du mal alle deine KollegInnen von da drüben grüßen auf Koreanisch? Auf Koreanisch? Man wird immer gefragt, ob man was auf Koreanisch sagen kann. Da ist man immer ein bisschen überrumpelt. Ich habe nicht gefragt, ich habe gesagt. Ne? Ja. Also ich glaube, so das Einfachste wäre einfach Annyeong. Das ist so einfach Hallo auf Koreanisch. Ja, ich bin immer so ein bisschen zurückgehalten, wenn ich gefragt werde, auf Koreanisch was zu sagen. Ja, aber du sprichst das, du hast da gelebt. Ja. Und du hast einen Film gemacht, der sich mit dem binären Zuteilungssystem irgendwie auseinandersetzt, oder? Ja. Warum ist dir das so wichtig? Also ich meine jetzt nicht auf Korea bezogen, ich glaube, dass das auch immer noch ein Thema in Deutschland ist. Das sehe ich eben bei meiner eigenen Familie, bei meiner eigenen Nichte, alles ist pink. Ne? Also sehr... Ich habe den Glitzer angezogen. Also ich meine, ich trage auch pinken Nagellack und so. Also ich meine, jedem das Seine eben, das ist die Hauptaussage meines Films, dass jeder eben so sein kann, wie er möchte. Auch als Mädchen kann man pink tragen natürlich. Aber man muss es eben nicht. Genau, das ist so die Hauptaussage in meinem Film. Und weil dir das so wichtig ist, hast du ein Kinderbuch illustriert, oder? Ja. Warum ein Kinderbuch? Ich hatte mich in Korea mit Kinderbüchern auseinandergesetzt, in meinem einen Englischkurs tatsächlich, und bin dann irgendwie in diesem Thema während meiner Thesis drauf gekommen, warum nicht in die Richtung und eben mit dem, was ich gelernt habe, das so ein bisschen mal selber auszuprobieren. Genau. Das ist ganz toll geworden und ja, ich bin wirklich ganz gespannt, wie du das weitertragen wirst und wie du auch in deiner Familie damit weiter umgehen wirst und die Diskussion weitertragen wirst, oder? Auf jeden Fall. Ja, die Gender-Terroristin der Familie. Ich werde auf jeden Fall weiter dagegen angehen, sage ich jetzt mal so. Dafür, oder? Für, ja, genau. Ja. Ja. Guck mal, da kommt Sarah Wolf. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch! Yeah, 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 yeah! Geht doch! Da geht was. Pünktlich. Pünktlich. Guck mal, du hast eine Arbeit über toxische Männlichkeit gehängt und da hängt dir aber ganz schön was unten rum. Ja, sorry, es tut mir leid, aber es ist total flach von mir. Hey du, wir hatten gestern einen Femtalk gedreht. Warte, wir ziehen uns. Das war das Genialste, was wir gemacht haben.
Weil du standest da und wir hatten eine aus Amsterdam, eine Rapperin. Und dann stand die da und machte Brüste, 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 Brüste. Und ich hinten mit Brüste, Brüste, Brüste. Ja, und unten ist Fotzen fordern, Fotzen fordern, Fotzen fordern. Also das geht alles zusammen und du hast über toxische Männlichkeit einen Film gemacht, oder? Ja, genau. Über die Männlichkeit oder über dich? Eine Mischung von beiden. Es geht am Ende eher um dieses Gefühl. Um das Gefühl, was junge Frauen haben in dieser Gesellschaft, die von toxischer Männlichkeit geprägt ist. Also warum darf ich meinen Körper nicht so akzeptieren, wie er ist? Wieso habe ich immer was an dem auszusetzen? Hast du das? Ja, habe ich natürlich. Wieso sagst du natürlich? Ich bin nicht normschön. Ich bin groß, ich bin ein bisschen zu groß. Ich habe nicht die Kurve, ich habe ein paar Kilos mehr, als man denken würde. Ich habe so meine Komplexe mitzutragen und habe festgestellt, dass das aber jede junge Frau hat. Also da geht es auch Sophie so, da geht es Lea so, da geht es meiner Darstellerin so, da geht es ganz, ganz vielen so. Auch jungen Männern, aber vorwiegend tatsächlich jungen Frauen. Hast du viele Gespräche geführt im Vorfeld? Sehr viele, sehr, sehr viele und auch sehr, um auf dieses Gefühl zu kommen, nochmal genau zu erklären, ob das jetzt wirklich nur mich betrifft und nur das Gefühl des Ertrinkens in dieser ganzen Gesellschaft, ob das wirklich nur von mir so kommt und ob ich das anderen in den Mund lege, aber die haben auch alle gesagt, hey, es geht mir genauso, ich weiß nicht, wann ich was anziehen darf, ich weiß nicht, wann was richtig ist, ich habe Angst, was Falsches zu sagen, ich fühle mich einfach teilweise nicht wohl, ob jetzt unter Frauen oder Männern, es ist einfach wirklich dieses Gefühl. Und du hast es gerade schon gesagt, zu ertrinken, Wasser ist ein wichtiges Motiv in deinem Film. Da bewegt sie sich eigentlich drin, oder? Genau, ich habe Wasser genommen, um diese Weite und diese Tiefe zu symbolisieren. Also wir haben schwarzes Wasser, wir haben weißes Wasser, wir haben immer klares Wasser. Gerade, man kann es wunderschön stilistisch analysieren. Das Weiße für die Jungfräulichkeit, das Klare wirklich mal nur für die Gesellschaft, das klare, offene Wasser wie ein Riesenmeer. Jeder hat seine Meinung und man ertrinkt wirklich da drin und versucht aber durchzuschwimmen und irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Und das schwarze Wasser, was dann irgendwann wirklich einfach dieses, ja gut, ey, give a fuck, weißt du, so, scheiß drauf. Dann nehmen wir es halt so oder dann bin ich halt so. Und dieses Provozierende dann einfach sein soll. Was würdest du sagen, ist für dich so eine Quintessenz oder was hast du für dich mitgenommen aus diesem Projekt und aus dieser Auseinandersetzung auch im Schreiben? Ich hätte es gerne noch vertieft und ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, hätte ich es noch persönlicher gemacht. Aber ich fand, das war ein wahnsinnig guter Weg und mir hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, wirklich ohne Sprechtext zu arbeiten, sondern nur mit Bild und nur mit so einer intensiven Einstellungen, mit intensiven Momenten, wo wirklich der Zuschauer auch nochmal sich selber reininterpretieren kann, ob ins Positive oder Negative. Gibt es so VorbilderInnen? Maya Deren finde ich super. Ich glaube, das ist das, was bei uns Filmstudenten überall drin ist, jedenfalls bei den Frauen. Tatsächlich finde ich aber ganz viele neue, junge, frische Filmemacherinnen ganz, ganz interessant. Ob jetzt von uns die ganzen Sichten, also ob Lea, Sophie, Hero, ach Gott, alle, Maler und so weiter. Wenn man es Malers Film anschaut, sind wir ja genauso in so einem Thema drin. Oder auch die Studentinnen, ich habe zwei Studentinnen aus Potsdam, aus Babelsberg kennengelernt, die auch wahnsinnig einen interessanten Film gemacht haben, wo ich dachte so, ah krass, hier bewegt sich was, hier ändert sich was, weil jetzt an Regie mal Frauen noch lauter werden und mal sich ihre Position machen. Ich finde Arabella Bartsch, mit der drehe ich gerade. Ich finde die Bombe. Die steht da und du könntest nicht sagen, ob Männlein oder Weiblein und ob irgendjemand keinen Respekt vor ihr hat. Und sie haut da manchmal Sachen raus. Und genau das finde ich super. Es ist einfach wirklich dieser, also man hebt diesen Unterschied zwischen, ja, es ist der Regisseur, Herr Regisseur, wirklich auf und sagt, hey, es ist ein Regisseur oder eine Regisseurin, wenn man jetzt das gendern möchte, und hat wirklich starke, starke Frauen an den Startpositionen, die nach oben steigen. That is what you are about to do. Da wünsche ich dir viel Erfolg bei. Du bist genau in dieser Startposition und wirst das ganz toll machen. Herzlichen Danke. Glückwunsch, einen schönen Abend. Wie schön, dass du gekommen bist. Und jetzt gehen wir... Jetzt haben wir noch zwei Arbeiten, die wir angucken. Josh ist schon hier, du bist hier mit den anderen allen, aber du hast dich entschlossen, deine Arbeit woanders zu zeigen. Dann gehen wir da doch mal einmal noch hin, oder? Ja, komm. Können alle gerne mitkommen, ist doch auch toll. Der Film läuft ziemlich laut. Ja, ist doch super. Ja, eben, die Mucke läuft. Ich
durch bist, machen wir das mit den Urkunden, ne? Ah, die Urkunden, na klar, die sind unten bei mir auf dem Schreibtisch. Er ist doch aufgedreht, er ist doch raus. Aber hast du einen echten Fan? Deine Theorieprofessorin Gora Jane? Ja, sie stand tatsächlich eben schon drin und hat irgendwie, ne, den ganzen Film nochmal durchgeguckt. Dann habe ich nochmal lauter gedrückt und hat sie nochmal durchgeschaut. Also ich finde den Musiker toll. Wer ist dieser Musiker? Das ist James Hilmer. James Hilmer und Joey Bargeld. Also vor allem ist es James Hilmer. Mit dem habe ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet und habe gemerkt, dass eigentlich ziemlich gut funktioniert und wir so eine ähnliche Vision haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, nochmal mit ihm zusammenzuarbeiten und jetzt mein Bachelorprojekt damit zu machen. Vielleicht machen wir wirklich kurz den Ton runter und nachher nochmal rauf. Wir drehen mal kurz den Ton so ein bisschen runter. Wow, ja, da hast du aus in Hamburg eingefangen. Ich glaube, das ist, wir tauchen direkt ein in eine Welt, die dunkel ist, düster. Ja. Trotzdem Kleinigkeiten, es passiert ganz viel. Was ist das für eine Welt, die dich interessiert hat? So ein bisschen kann man sich vorstellen, eigentlich als so ein Hamburg, was irgendwie so in 30 Jahren eigentlich hier existieren könnte. Also es ist so ein dystopisches Hamburg, eine dystopische Welt, in der James einen Dealer spielt, wo er mit analogen Informationen handelt und ja, da so ein bisschen aus seiner eigenen Welt ausbrechen möchte, weil er ist nicht glücklich damit und will eigentlich ein anderes Leben haben als das, was er gerade hat. Ja, also ich bin sehr überrascht, du hast wirklich eine Welt gefunden, die muss man erstmal finden in Hamburg. Hast du lange nach den Orten gesucht? Schon ziemlich. Also mir kamen die Orte direkt in den Kopf, aber ich habe dann ziemlich lange die Orte eigentlich nochmal geguckt irgendwie. Ja, wie kann man, wo, an welchen Orten in Hamburg kann man eigentlich jetzt schon vielleicht so ein dystopisches Hamburg zeigen? So wie könnte man in dem jetzigen Hamburg eigentlich gucken, dass es dreckig aussieht, dass es irgendwie dunkel aussieht, dass es nicht so schön aussieht, wie Hamburg vielleicht eigentlich aussieht. So Hamburg am Tag ist ja eigentlich, wenn du in die Elbe gehst und in die Alster gehst, ist eigentlich schön. Und es war schon so ein bisschen schwierig, dann irgendwie zu gucken, dass man irgendwo so diese Orte findet, die so modern, aber trotzdem runtergekommen wirken, dass man damit so einen dystopischen Film drehen kann. Und Dystopie, wie kommst du auf Dystopie? Ich habe in meiner Thesis den Film Blade Runner 2049 analysiert. Und der ist halt ziemlich dystopisch, so der, ne, handelt einfach von 2049 eben, ne, in einem dreckigen Los Angeles, was man da kennt, ist eine Megastadt, eine Megametropole, jeder ist irgendwie anonym da drin und so ein bisschen diesen Vibe, den Los Angeles da hat, den Ryan Gosling da verkörpert quasi in Blade Runner 2049, den wollte ich mit James eben in so einem 6 Minuten Musikvideo eben nachspielen. Ist das eine Angst von dir, dass es sowas geben wird, so einen Zustand für diese Welt? Durchaus. Also ich glaube, das ist was man nicht irgendwie so vernachlässigen sollte. Also ich glaube, gerade so diese dystopische Welt, so gerade wie das jetzt irgendwie mit Facebook und dem Metaverse und all solchen Sachen irgendwie kommt, ich glaube nicht, dass es was ist, was man ja außer Acht lassen sollte. Ich glaube nicht, dass man sich vielleicht so fühlen müsste wie in dem Film, aber ich glaube schon, dass es einfach was ist, wo man einen Blick drauf haben sollte und irgendwo drauf achten sollte. Was ist deine Rolle da drin in der Zukunft, wenn du sagst, einen Blick drauf haben, dass Verhältnisse eigentlich sich nicht in sowas Düsteres verändern? Wo siehst du dich? Oh, das ist eine gute Frage. Danke. Das weiß ich tatsächlich noch nicht genau. Ich glaube, einfach so ein bisschen die Augen offen halten. Also ich werde gucken, dass ich irgendwie vielleicht mit den Musikvideos immer mal wieder irgendwie so ein bisschen sowas ansprechen kann. Oder allgemein mit den Projekten, die ich mache. Es müssen ja nicht nur Musikvideos sein. Aber ich weiß es nicht. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Da bin ich jetzt tatsächlich relativ offen. Dieses, noch einmal auf die Übersetzung zu kommen von, also ich meine, das ist auch unglaublich. Was hast du da animiert? Was sind das für Geschichten? Das sind alles so ein bisschen so Werbetafeln, die ja quasi Werbung zeigen oder zeigen, wie in der Stadt in 2049 ja einfach so mit den Menschen kommuniziert werden können. Das muss ja nicht nur noch irgendwie über Social Media oder sowas sein, das kann ja überall sein, das kann ja eigentlich an jedem Ort sein und eben so ein bisschen auch an jeglichen Häuserfassaden. So ein bisschen, wie man es eigentlich vielleicht in New York oder so jetzt schon kennt, so wo man den Times Square hat, wo du eigentlich durchgehst und bombardiert wirst von Werbung und das ist ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es wahrscheinlich hier soweit ist. Ich würde jetzt gern weiter mit dir sprechen, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal alle trinken. Und feiern, also trinken im Sinne von was auch immer trinken, man muss auch gar nicht nur Alkohol trinken, sondern feiern, euch feiern, vielen Dank euch, vielen Dank fürs Zuschauen und kommt, achso, wir gehen auch woanders rausgehen, alles klar. Also vielen Dank, bis gleich. Juhu. Der Michael ist doch gar nicht da. Mir fehlt jetzt noch hier, oder was? Aber die habe ich nicht.
Theresa Ruhl. Theresa? Ja. Wollen wir bei dir gleich mal anfangen? Theresa? Ja. Sylvia Plath, eine ganz große. Eine der ganz Großen. Hast du sie gelesen? Wie bist du auf sie gestoßen? Ja, ich habe das Buch gelesen, fand ich ganz toll, schon vor 2 Jahren das erste Mal. Genau, aber es hat gar nicht unbedingt bei ihr angefangen, sondern eher mit der Arbeit von Wes Anderson und die Gestaltungsarbeiten für ihn. Eben in der ersten Studienarbeit über ihn geschrieben, mich sehr fasziniert, und da bin ich auf die Designerin Annie Atkins gestoßen. Die ist Filmdesignerin, Grafikdesignerin, und genau, habe ich drüber geschrieben. Und das wollte ich eben gerne auch machen, also vor allem Storytelling durch Packaging Design hat mich eben sehr fasziniert, und da wollte ich gerne selber wissen, wie weit ich da komme. Also was für Materialien ich benutzen will, um ein gutes Storytelling irgendwie zu schaffen, und eben ob es mir gelingen würde, durch verschiedene Verpackungsdesigns eine ganze Geschichte zu erzählen. Ja, also ich meine, du machst ja wirklich, das ist interessant, also wie erzähle ich eine Geschichte über die Produkte, oder? Und über die Illustration. Genau. Ich habe eben 3 Verpackungsdesigns entworfen, die jeweils für einen Teil in die Glasglocke von Sylvia Plath stehen. Und durch die Gestaltung erzählen die eben von der Protagonistin und von Sylvia Plath eben auch. Da der Roman ist eben semi-autobiografisch, also es geht im Sinne auch um sie selbst und um ihre Erfahrungen. Genau, und die wollte ich eben ganz abstrakt durch meine Verpackungen erzählen. Also eigentlich eine gewisse Heiterkeit auch, eine lila, hellgrün, das hat ja auch so was Hoffnungsvolles irgendwie auf dem doch sehr, sie hatte ja, glaube ich, Depressionen auch, ganz leicht war ihr Leben, glaube ich, nicht. Nicht unbedingt, das hat ja auch tragisch geendet. Genau, ich habe verschiedene Überthemen, also in meinem ersten Thema hier beim Shampoo geht es eher ums Thema Zugehörigkeit und eben das Leben der Jugend in den 50ern in New York, auch in der Fashion-Szene. In der zweiten Phase, ich habe ja auch Stimmungsaufheller als Produkt gewählt, geht es eher um die Hoffnungslosigkeit und die Depression, die die Protagonistin und auch Sylvia Plath selbst durchgegangen sind. Und schließlich geht es eben um diese Hoffnung auf Zukunft, genau. Und da geht es ja in dem Buch ein bisschen, es hat ein positiveres Ende als das Leben von Sylvia Plath selbst, leider. Vielleicht war es ja für sie auch positiv, das wissen wir nicht, oder? Ja, genau, leider hat sie sich ja das Leben genommen 4 Wochen, nachdem der Roman rausgekommen ist. Aber sie wird ja selber auch irgendwie eine Hoffnung gesehen haben, auch wenn sie sie selber leider nicht gefunden hat. Dir wünschen wir auf jeden Fall ganz hoffnungsvoll ein ganz spannendes neues Leben nach dieser Schule. Jetzt hast du schon was vor? Ja, ich möchte gerne meinen Master machen, gerne nach Skandinavien gehen. Wenn ich da angenommen werde, wäre das super. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, irgendwie in die Filmszene zu gehen und eben Designs für Film. Ich möchte da gerne auf jeden Fall Kontakt aufnehmen zu der Designerin, die mich inspiriert hat. Ja, und mal gucken, wo es dann hingeht. Ich wollte jetzt nicht nach Film fragen, weil ich dachte, ich kann nicht mehr über Film sprechen und so, aber ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich glaube, da wärst du sehr gut aufgehoben. Ja, danke schön, ja. Danke. Hallo. Was hast du gemacht? Ich habe ein Magazin. Die schreien da hinten nur so rum, ja. Weil die sind schon fertig. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Würde ich auch feiern, wenn das schon alles durch wäre. Genau. Ist es gleich? Ja. Ja, also ich habe ein Magazin erstellt, komplett mit Open Source Software, aus dem Grund, weil Grafikdesigner werden immer assoziiert mit Adobe Software, und ich wollte präsentieren, dass es auch ohne Adobe funktioniert. Und dafür habe ich ein Magazin gestaltet, was komplett ohne Adobe oder anderer proprietärer Software auskommt. Und es zeigt auch zeitgleich, wie man mit dieser Software arbeiten kann und hilft Designern und anderen Kreativschaffenden, da einen Zugang zu finden, um selber auch mit freier Open-Source-Software kreativ zu werden und den Umstieg zu schaffen. Ja, toll. Um Umstieg geht es ganz oft, in einigen Arbeiten heute. Du hast den Umstieg schon lange geschafft. Entwickelst du auch Software? Nee, programmieren kann ich leider überhaupt nicht. Aber ich nutze schon seit Jahren Open-Source-Software und bin da auch immer wieder erstaunt, was die Open-Source-Community immer wieder auf die Beine stellt. Und was die auf jeden Fall brauchen, sind immer wieder Leute, auch gerade im Designbereich, die da auch mithelfen können. Also Leute, die eben nicht programmieren können, um denen zu helfen, also gerade auch in gestalterischer Hinsicht. Also da brauchen die dann Support. Da brauchen die dich? Willst du da rein? Würde ich auf jeden Fall gerne
denen auch helfen mit meinem Können ein bisschen in gestalterischer Hinsicht, dass sie da entweder ob es UI-Design oder auch einfach Feedback geben zu können, ja. In Hinsicht auf die Entwicklung, auf die Nutzung der Software. Ja. Also gerade das hilft denen ja auch viel weiter. Also wenn man denen auch Feedback gibt, wie das funktioniert, wo sie noch Verbesserungen machen können und wo dann einfach auch ein Workflow für den Designer dann auch, einfach den dann auch besser zu machen, damit eben die Arbeiten damit besser von der Hand gehen. Einfacher. Genau. Wie heißt die Software, mit der du gearbeitet hast? Hauptsächlich war das Scribus. Das ist quasi das Pendant zu InDesign. Ich habe aber auch mit Software gearbeitet, die normalerweise für Vektorgrafiken zuständig ist. Das nennt sich Inkscape, quasi die Alternative zu Illustrator. Und auch ein Pixelprogramm, das nennt sich Krita. Das ist normalerweise zum Zeichnen gedacht, quasi als Alternative zu Photoshop. Großes Kino, das finden wir alles auf deiner Seite im Archiv der UE, oder? Genau. Ja, vielen Dank, dann da werde ich gleich mal gucken gehen. Dankeschön. Du hast auch was entwickelt. Du hast eine grandiose App entwickelt, die helfen kann, wobei helfen kann. Genau, ich habe ein App-Design entwickelt für die Organisation im Alltag für Menschen mit ADHS. Was ist ADHS? Im Endeffekt, oh Gott, im Deutschen ist das schlecht zu übersetzen, im Endeffekt auch ein Aufmerksamkeitsdefizit, entweder mit oder ohne Hyperaktivität. Ja, ich bin mal mit so einer Gruppe von Jugendlichen durch die Welt gereist. Ich fand das eigentlich super, es hat gut funktioniert. Vielleicht hätte so eine App auch noch geholfen, aber eigentlich ging es ganz gut. Was hast du jetzt gedacht, was muss da zusammenkommen? Genau, also gerade im Erwachsenenalter haben wir das Problem, dass die Diagnosen erst nach und nach jetzt eintreten, weil man oft gedacht hat, das ist eine neurologische Krankheit, die im Kindesalter bleibt und wenn man erwachsen wird, aufhört. Das ist aber nicht der Fall. Viele dieser Menschen haben halt Probleme, ihren Alltag zu strukturieren, ihre Termine einzuhalten und organisatorisch wirklich voranzukommen. Gerade wenn man erwachsen wird und die Eltern das nicht mehr übernehmen, wird diese Problematik sogar eigentlich größer. Und genau in dem Fall soll die App dabei helfen, alles in einem Blick zu behalten. Was macht die jetzt aus? Ist die einfacher greifbar? Ich meine, es gibt ja irgendwie auch so Kalender-App oder so. Also was macht deine App anders? Genau, also im Endeffekt fasst die App alle 5 Apps, die man bräuchte, zusammen. Aktuell gibt es Kalender-Apps, Notizen-Apps, Timer-Apps, Erinnerungs-Apps. Aber das läuft alles immer über verschiedene Apps. Wenn ich jetzt, da ich selber auch ADHS habe, eine App öffne, eine Sache eintrage und dann aber weiter scrollen muss zur nächsten App, ist die Wahrscheinlichkeit, durch andere Dinge abgelenkt zu werden, sehr, sehr hoch. Diese App fasst alles im Endeffekt auf dem Homescreen zusammen, was aus 5 anderen Apps normalerweise einzeln strukturiert werden müsste. Das heißt, ich brauche nur noch eine App für 5 verschiedene Dinge und habe so leichter die Übersicht, alles im Griff zu behalten. Zusätzlich dazu kann ich auch noch einstellen, in welchem Arbeitsmodus ich mich befinde, dass ich zum Beispiel auf der Arbeit nur relevante Dinge zur Arbeit sehe und zu Hause nur relevante Dinge für die Familie oder für Freunde. Und das kann ich halt sehr, sehr individuell einstellen, damit es wirklich auf meine eigenen Bedürfnisse passt. Bist du damit zur Krankenkasse gegangen und hast denen das angeboten? Das steht noch in Planung. Das steht in Planung, aber du kannst ja, also so eine App kann man ja auch selber hochladen sozusagen, damit Geld verdienen, aber ist das nicht was, was Krankenkassen, hast du es ausprobiert, funktioniert die? Genau, also im Endeffekt sind wir aktuell nur im reinen Designprozess und es ist noch nicht kodiert, das heißt, es ist noch nicht wirklich entwickelt, dass sie abseits von der Basisfunktion wirklich funktioniert. Das heißt, damit es wirklich fertig entwickelt werden kann und dann weitergereicht werden kann, suche ich aktuell noch Programmierer. Und hast du schon so einen Aufruf gestartet? Genau, ich warte aktuell auf hoffentlich baldige Aufrufe oder Nachfragen, wer da mitmachen könnte. Ja, hey, ich drücke alle Daumen irgendwie, so tolle Arbeit. Danke. Dankeschön, danke. Alessandra ist nicht hier? Habt ihr sie gesehen? Okay. Okay. Mhm. Also wir können 10 Minuten Break mal machen und die schnaufen einmal durch. Nee, ich muss das einmal durchmachen. Das ist jetzt, okay. Das ist jetzt aber so. Dann könnt ihr versuchen, eine Runde zu machen. Naja, alles gut. Nee, ein Raum ist noch. Jetzt kommen noch die Gamer und danach sind wir. Machen wir jetzt irgendwas zu guten Appetit, weil ich brauche noch ein paar Kaffee. So, Jungs, vielen Dank fürs Warten. Hier sind die beiden, ich weiß. Vielen Dank. Es war so spannend. Kein Problem. Ja, super spannend. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Hat einer von euch den Preis gewonnen aus dem Studiengang? Nee, der Gewinner hat
hat die Arbeit gemacht und der ist nicht hier. Leider. Ja, selber schuld. Aber ihr seid da, das ist viel entscheidender. Was hast du gemacht? Welche Arbeit hast du gemacht? Ich war Teil von dem Dreierteam, was Bloodline entwickelt hat. Bloodline, Blutlinie. Genau. Freundliches Thema. The Last Heir, also der letzte Erbe. Man schlüpft in die Rolle eines Thronerben im mittelalterlichen Britannien, der versucht verzweifelt aus einer belagerten Burg, der Burg seines Vaters, zu fliehen. Und ja, es ist ein Schleichspiel, also Stealth-Genre, 3D mit minimalen Jump-and-Run-Elementen. Schleichspiel, hast du gesagt? Ja, Stealth, das Stealth-Genre. Genau, man schleicht rum, muss an Gegnern, die da sieht man so diese Kegel, diese Sichtkegel, die laufen da rum, die patrouillieren, die suchen nach einem, die kann man ablenken und man muss ein bisschen rumspringen, genau. Herrlich, ich glaube, ich habe einfach nur Dungeons and Dragons gespielt und Advanced Dungeons and Dragons und immer nur gewürfelt. Ja. Ihr habt nicht gewürfelt. Digitaler, da wird auch gewürfelt sozusagen im Hintergrund durch den Code, aber das ist natürlich ein digitales Spiel, nicht analog. Genau, und ich war da Game Designer und auch sekundär Game Producer. Franziska Schümann war Game Artist und hat quasi alles, was man da so schön sieht, die ganzen UI-Elemente und die ganzen 3D-Assets gemacht. Und die Gegner animiert und Christian Katz hat letztendlich den Code geschrieben und insbesondere die Gegner-KI entwickelt. Gibt es sowas, also in anderen Arbeiten oder auch überhaupt als Thema, ist ja sowas wie Framing und Stereotypisierung ein Thema? Also wie stelle ich irgendwie Männer dar in so einem Spiel? Warum sehen die immer alle gleich aus, haben alle Muskeln, haben das eigentlich alle Männer? Ja. Spielt sowas in der Entwicklung von so Spielen im Narrativ eine Rolle? Bei uns jetzt nicht, weil das hätte den Rahmen total gesprengt. Wir haben ja unseren spezifischen Fokus. Meiner Meinung nach sind Games eins der Medien der Zukunft, vielleicht sogar das Medium der Zukunft, hat die Filmindustrie schon vor langer Zeit überholt. Von daher, also was den Umsatz anbelangt, von daher ist es natürlich wichtig, was wir für eine Message kommunizieren mit unseren Spielen. Ich hätte zum Beispiel gerne auch einen weiblichen Charakter als Hauptcharakter gehabt. Das hat aber aufgrund der Narrative keinen Sinn gemacht. Aber die sind auf jeden Fall unterrepräsentiert, zum Beispiel als Hauptcharaktere. Ich würde sagen, dass zum Beispiel so ein Spiel wie The Last of Us mit sehr starken weiblichen und nicht zum Sexobjekt generisch dargestellten Hauptcharakterin da auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung macht oder sogar ein beispielhaftes, monumentale Leistung halt gezeigt hat. Das ist auf jeden Fall also wichtig, dass wir sowas kommunizieren, machen, dass uns das bewusst ist, wenn wir designen. Ja, super, dir ist das ja ganz schön bewusst. Auf jeden Fall. Was sind deine nächsten Schritte? Ich werde nach Schottland, nach Edinburgh ziehen und werde da hoffentlich einen Job finden als Game Designer, Game Producer. Genau, mal schauen. Einfach so, weil es da, oder? Weil es eine geile Stadt ist und Deutschland nicht funktioniert für mich, so von dem Vibe hier. Und ich möchte mich gerne, neu orientieren. Viel Erfolg und viel Spaß dabei. Ja. Danke. Wie heißt deine Arbeit? Sehr simpel eigentlich, Vampire Dungeon. jetzt höre ich gerade auch. Ah? You died! Da bin ich tot. Sehr passend, wunderbar. Ja, du bist ganz schön lebendig, ihr habt das jetzt hier ganz schön toll durchgestanden, du hast ein Spiel auch entwickelt. Hat dir das Spaß gemacht? Oh, das ist auch mit viel Arbeit verbunden, ne? Also Arbeit ist kein, oder? Also die Frage ist, hat Spaß gemacht. Hat schon Spaß gemacht, ja. Ist halt, in einigen Punkten möchte man halt mehr arbeiten, ne, aber man kann halt nur einen bestimmten Punkt erfüllen. Ne? Also ich bin da nur Programmierer. Meins sieht jetzt nicht wunderbar schön aus, ne? Kann ich leider nicht viel mehr dran arbeiten. Hat das jetzt schon jemand gesagt zu dir, oder was? Nee, das ist meine eigene Meinung. Okay. Aber man kann sich nicht immer zufrieden geben. Ne? Man muss halt noch ein bisschen mehr von einem wollen. Ne? Sonst, ich finde persönlich, programmiertechnisch ist es eigentlich ganz gut. Es ist nur das Aussehen, das ein bisschen hinterherhängt. Das heißt, du hast bei dem Projekt alles gemacht. Du hast die Story entwickelt, die Charaktere entwickelt und das Spiel programmiert. Ist das richtig? Ich habe alles entwickelt daran, ja. Krass. Hm. Und was macht dir am meisten Spaß? Boah, gut, was? Das Programmieren, ne? Das Programmieren? Ja, Programmieren, ne? Ja, toll, kann ich gar nicht.
Worum geht es in deinem Spiel? Also es ist wirklich sehr simpel. Das ist halt einfach, du bist quasi in so einem Kerker und du musst vor einem Vampir fliehen. Und da gibt es dann verschiedene Areale, wo du bestimmte Schlüssel aufsammeln musst. Und dir wird die Möglichkeit geboten, den Vampir abzulenken mit bestimmten Objekten. Oder du kannst dich auch verstecken in Schränken, die du dann per Mausklick aufziehen kannst. Und wenn du Glück hast, kannst du fliehen, wenn du alle Schlüssel gefunden hast und durch die Fluchttür entfließt. Und das hast du geträumt, oder was? Was ist das für eine Kombination hier? Ich wollte mir einfach etwas Simpleres überlegen. Ne? Immerhin bin ich ja allein. Muss mir ein bisschen aufteilen können auf mich selber. Ne? Und ja. Super. Ganz toll. Ja, es ist ganz toll. Das mit den Vampiren ist ja auch was, was total angesagt ist. Sagt dir Machinima was? Nee, sagt ihr nichts. Einfach nur eine Frage gewesen, wie weit ihr das auch irgendwie so mit... Die sagen die ganze Zeit Cut, aber ich habe noch so 1000 Fragen. Wir klären das jetzt draußen. Wir machen jetzt die Übergabe der Papiere. Wollt ihr mir den Kopf abschneiden, oder was? C'est fini. Leute, vielen Dank. Es war das, c'est ça. Bravo. Alle, die die Ausstellung sehen wollen, die eure Spiele spielen wollen, kommt morgen an die Uni. Und kommt und schaut es euch an. Es macht total viel Spaß und es hat sich total gelohnt, das hier aufzubauen. Und genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für dieses super Interview. Juhu! Vielen Dank. Juhu! Bam! Rap, oh.